Zeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Alles Lob gebührt Allah, der Al-Firdaus, der seine gläubigen Diener als Wohnstätte gemacht hat. Stellte ihnen viele gute Werke zur Verfügung, damit sie diese alles Wege ins Paradies nutzen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, Segen und Frieden auf unseren Propheten. Gepriesen sei Allah, der uns durch seine Gnade das Paradies bedeutsam gemacht hat. Er beschrieb ihre Wonne, ihr Genuss, ihre Vollkommenheit, ihre ewige Existenz. Und sie ist frei von Unglück, Widerwärtigkeiten, trüben und frei von Mängeln. In ihr befindet sich weder Hitze noch Kälte, frei von Müdigkeit, frei von Lärm und Strapazen. Das Paradies ist der Wunsch der Herzen der tugendhaften Diener Allahs. Das Paradies ist die Begierde jedes frommen Dieners. Das Paradies ist über unsere Vorstellungskraft und unsere Fantasie. Das Paradies ist die teure Ware Allahs. Um zu ihren Bewohnern zu gehören, benötigt man Anstrengung und Taten. Das Paradies, was kein Auge irgendwann sah. Das Paradies und kein Ohr irgendwann hörte und kein Herzen eines Menschen irgendwann in den Sinn kam. Und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. In ihr gibt es weder Schwäche noch Altern. Das Paradies, wie schön ist die Unterhaltung, wenn es um das Paradies geht. Und was lässt euch wissen, was das Paradies ist? So weiß keine Menschenseele, was ihnen an Augenfreude verborgen ist. Das Paradies ist das Zuhause, die Allah mit seiner Hand erschaffen hat und machte sie zum Aufenthaltsort seiner Lieblinge. Er füllte sie mit seiner Gnade, Ehre und sein Wohlgefallen. Er beschrieb ihre Wonne als das mächtigste Erfolg und ihr Königreich als das größte. Er legte sie nieder mit all dem Guten und er befreite sie von jedem Mangel und Fehler. Das Paradies, das Zuhause der Frommen. Das Paradies, wo du keine Sorgen mehr hast, kein Kopfschmerzen mehr hast, kein Ärger, kein Geschrei, kein Lärm, sondern Glückseligkeit für die Ewigkeit. Bismillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Erstens für die neuen Gesichter, alhamdulillah, für die neuen Brüder und für uns auch genauso, für alle Schwestern genauso. Diese Sitzung, also ihr habt die ganze Zeit hier gewartet, alhamdulillah. Und dieses Warten war nicht umsonst. Ja? Ihr habt erstmal in einer Moschee gewartet. Das ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe schon mal gesagt in einer Sitzung, dass Allah, die meisten Orte, die Allah liebt, sind die Moschee. Ja? Weil dort werden gute Taten verrichtet. Dort befinden sich Menschen, alhamdulillah, die versuchen sich zu verbessern. Die versuchen Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Die verrichten Taten, die Allah liebt, subhanahu wa ta'ala, die das Gegenteil von dem, was in Märkten passiert. Und die meistgehassten Orte bei Allah, subhanahu wa ta'ala, sind die Märkte, weil dort legt der Shaitan seine Fahne, a'udhu billah, und dort macht er seine Geschäfte mit den Menschen und er spielt mit denen, wie er will, a'udhu billah. Und gestern habe ich eine Weisheit gesagt von einem Tabi'i. Er hat gesagt, der Mu'min, der Gläubige oder der Muslim, er befindet sich in drei Festungen. Eine dieser Festungen ist die Moschee. Ja? Weil hier, wenn wir an dieser Zeit, während wir hier sitzen, alhamdulillah, rabbil alamin, das ist ein Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala, denn das geschieht nur durch seinen Willen. Ohne Allahs Willen wären wir nicht hier gekommen. Ohne Allahs Willen können wir nicht sitzen, wir können nicht reden, wir können nicht aufstehen. Wir hätten nicht die Kraft, zur Moschee zu kommen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt nicht jeden, in seinem Haus reinzukommen. Ja? Ich erzähle euch eine kleine Geschichte dafür. Es gab zwei Freunde, zwei Muslimin. Einer betet und der andere betet nicht. Und beide waren unterwegs. Und subhanallah, einer hat gesagt, es ist Gebetszeit, lass uns zur Moschee gehen. Der andere betet nicht, hat gesagt, nein, ich gehe nicht mit rein. Der andere, alhamdulillah, ist reingegangen und einer wartete draußen. Der gebetet hat, subhanallah, hat sein Pflichtgebeten verrichtet und hat sein Sunnah gebetet, alhamdulillah, und sitzt und macht, gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Menschen sind rausgegangen aus der Moschee. Außer er nicht. Sein Freund wartet geduldig auf ihn. Und plötzlich, subhanallah, er hatte keine Geduld mehr gehabt, er rief, er hat ihn gerufen, rauszukommen. Der andere sagt, er will nicht. Der da draußen sagt, wer will nicht? Und was erzählst du mir da? Er sagt zu dir, komm raus, du sagst, er will nicht. Wer will nicht? Du bist allein im Moschee.
Sagt derjenige, der dich draußen gelassen hat, will nicht, dass ich aus seinem Haus rausgehe. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Alhamdulillah, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Alhamdulillah die Kraft gegeben hat und dass durch seine Gnade wir hier gekommen sind in dieser Moschee. Und noch besser, liebe Brüder, nachdem Alhamdulillah die Brüder bestimmt Pflichtgebet verrichtet haben, Alhamdulillah, jetzt kommen sie zu einem Paradiesgarten. Dies hier ist ein Paradiesgarten. Und der Beweis dafür, der Hadith des Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der sagte zu Sahaba radiyallahu anhum, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيلَ وَمَا رِيَاضِ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ أَوْ حِلَقُ الذِّكْرِ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ungefähr übersetzung, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Sahaba, wenn ihr an einem Paradiesgarten vorbeigeht oder vorbeiläuft, dann setzt euch hin, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sahaba sagen, was ist ein Paradiesgarten, ja Rasulullah? Der Prophet antwortete, Hilaq al-Dhikr, das ist Ermahnungskreise oder Erinnerungskreise, wo man sitzt, um sein Iman zu stärken, um sein Iman zu verbessern. Und wir haben, wallahi al-Azim, diese Sitzungen heutzutage sehr, sehr, wie sagt man das, wir benötigen diese Sitzung heute. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals in einer Zeit, wo wenig Versuchung war, ganz wenig Versuchung war, vielleicht gar nicht wie heute, überhaupt nicht wie heute. Es gab damals nicht draußen auf der Straße Autos oder Flugzeuge oder keine Ahnung was, Fernseher oder Videos oder Internet oder Computers oder Kinos oder halbnackte Frauen, die draußen rumlaufen, die ein Grund sind, dass unser Iman geschwächt wird. Und trotzdem, Rasulullah hat jeden Tag mit Sahaba gesessen und hat jeden Tag Sahaba radiyallahu anhum gelehrt und hat jeden Tag die Herzen von Sahaba radiyallahu anhum verbessert und trainiert, indem er immer gesprochen hat über die Erhabenheit von Allah subhanahu wa ta'ala und über das Jenseits, über das Paradies, über die Hölle, über das Sirat, die Brücke, über das, was die Menschheit erwartet nach dem Tod, bis manche Sahabi radiyallahu anhum sagten, bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah zalla fi'ula diese Schleier zwischen mir und das Verborgene hochheben würde, das wird dann mein Iman nichts ändern. Das wird dann mein Glauben nichts ändern. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er bindete die Herzen von Sahaba mit dem Jenseits. Er bindete sie mit dem Jenseits. Und ich erinnere euch an die Geschichte von Harith ibn Malik radiyallahu anhum, der im Moschee geschlafen hat, in einer ungewohnten Zeit. Dann kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam rein. Und er sieht Harith ibn Malik schlafen im Moschee. Und natürlich, Harith ibn Malik hat nicht im Moschee geschlafen, nachdem er gearbeitet hat. Oder nachdem er Fußball gespielt hat. Oder nachdem er studiert hat. Nein. Harith ibn Malik verbrachte die Nacht, die ganze Nacht im Gebet. Er verbrachte die Nacht im Gebet. Im Niederwerfung, im Vorbeugen. Und dann betet er sein Pflichtgebet, Fajr-Gebet, Alhamdulillah. Und dann gedenkte Allah bis Sonnenaufgang. Dann betete er die zwei Raka'at Schuruch. Und dann hat sich hingelegt, radiyallahu anhu. Dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bewegt Harith ibn Malik mit seinen Füßen alaihi salatu wa sallam. Und sagt, wach auf, ja Harith. Dann Harith, die erste Reaktion von Harith ibn Malik, radiyallahu anhu. Sagt, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah. Gerade wacht auf. Sagt, ja Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Also ich opfere meine Eltern für dich auf, ja Rasulullah. Was ist los, ja Rasulullah? Die erste Reaktion von ihm. Große Liebe gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt Rasulullah, kaifa asbahta ya Haritha? Wie bist du aufgewacht, ja Haritha? Er sagt, ich bin aufgewacht, ja Rasulullah. Asbahtu mu'minan haqqan, ja Rasulullah. Ich bin als ein wahrer Mu'min aufgestanden. Als wahrer Gläubiger aufgestanden, ja Rasulullah. Und das, was wir vorhin gesagt haben, Rasulullah hat nicht gesagt, okay, jazakallahu khair, sondern jetzt braucht er die Beweise dafür. Und jetzt machen wir unsere Ohren auf, aber bevor wir die Ohren aufmachen, machen wir die Herzen auf für die alle, die behaupten, sie sind wahre Gläubige heute. Diese Eigenschaften machen uns klar, wer ein wahrer Gläubiger ist. Al-Harith ibn sagt, ja Rasulallah, Rasulallah sagt erstmal zu ihm, für alles, was man sagt, gibt es Beweise. Beweise mir das, was du sagst, ja Haritha. Denn Haritha sagt, radiyallahu an, ja Rasulallah, asbahtu wa azifat nafsi an al-dunya. Ich bin aufgewacht und mein Nafs hasst das diesseitige Leben, ja Rasulallah. Nafs hasst das diesseitige Leben, ja Rasulallah. Und sagt, wa azma'tu nahari wa ashartu layli. Sagt, ja Rasulallah, ich verbringe nur noch die Nacht im Gebet und tagsüber bin ich nur noch am Fasten, ja Rasulallah. Nachts beten und tagsüber fasten. Das ist sein Verhalten die ganze Zeit. Und die Ulama sagen, er war erst 2 Jahre im Islam. 2 Jahre Muslim.
Und in diesen zwei Jahren hat sich so angestrengt, dieser Sahabi, dass er so eine Stufe erreicht hat, die manche andere nicht geschafft haben. Und sagt, ja Rasulallah, وَكَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا أَمَامِي. Ob ich, ja Rasulallah, Allahs Thron vor meinen Augen sehen würde. Ja Rasulallah, es ist so, ob ich die Paradiesbewohner sehe, wie sie sich gegenseitig besuchen, ja Rasulallah. Und es ist so, ob ich die Höllenbewohner sehe, wie sie schreien in der Hölle vor Schmerzen. Denn der Gesandte Allah sagt zu ihm, أَنْتَ إِمْرَأٌ أَنَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَكَ عَرَفْتَ فَلْزَمْ. Der Rasul hat ihn jetzt nochmal bestätigt, dass er ein wahrer Gläubiger ist. Sagt, du bist ein Mann, dessen Herz voller Licht ist. Das heißt, Allah füllte dein Herz mit Licht. Jetzt du hast die Wahrheit erkannt. Also bleib standhaft. Also bleib standhaft. Das war zwei Jahre Muslim. Das ist ein wahrer Gläubiger. Das ist ein wahrer Mu'min. Ja? Weil Rasulullah Sahaba erzogen hat und gelehrt hat, والسلام, wie sie Gläubige werden, wie sie richtige Gläubige werden, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Dann was haben sie erreicht? Allah sagt im Koran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem sie diese Leute sich angestrengt haben für die Wahrheit, bis sie richtig gläubig geworden sind, Allah subhanahu wa ta'ala macht aus diesen Leuten die besten Menschen auf dieser Welt und Allah sagt zu denen im Koran, لَا تَهِنُوا. Ungefähr, لَا تَهِنُوا. Das heißt, ihr seid nicht die Schwachen und ihr dürft nicht erniedrigt werden, ihr seid nicht die klein gemacht werden, وَلَا تَحْزَنُوا, ihr dürft nicht trauern. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Und ihr seid die Höchsten, wann? Wenn ihr gläubig seid. Und Sahaba waren es auch. Deswegen habe ich gestern einen Spruch gesagt über Sahaba. كَانُوا رُعَاتَ الْغَنَمْ فَاسْتَقَدْ قَادُوا الْأُمَمْ. أي أو رعاة الأمم. Sie sagen ungefähr über الصحابة, كانوا رعاة الغنم. Sie waren Schafhirten gewesen, aber danach haben sie durch deren Iman Länder und Nationen geführt. Dass damals die Könige von China und Rom und Persien, wenn sie gegen الصحابة رضي الله عنهم kämpfen wollten, sie haben erst Spionen geschickt, um zu wissen, wer die sind, diese Männer. Sie haben Spionen geschickt, الصحابة haben nicht viele Waffen gehabt. Und immer, von der Zahl her waren sie immer gering. Aber sie haben immer gewonnen. Manchmal sogar, sie brauchten gar nicht zu kämpfen. Sie brauchten gar nicht zu kämpfen. Denn der Feind, die Könige von Persien damals und von Rom und von China, wenn der Spion zurückkam, hat so viele schöne Eigenschaften von Sahaba erwähnt, dass der König von Rom damals sagte, bei Allah subhanahu wa ta'ala, hat geschworen, ungefähr so, sagt, wenn du die Leute so beschreibst, wie du gerade beschreibst, so wie du jetzt sagst, sagt, diese Menschen werden das erben, das, was ich besitze. Das heißt, sie werden das bekommen, was sie wollen. Und was waren die Eigenschaften von Sahaba? Als die Spionen bei denen waren in Zelten von Sahaba, sagt, die ganze Nacht haben sie nicht geschlafen. Jeder von denen hat nur einen Dattel gegessen. Und sagt, und die waren am Summen wie Bienen, Koran rezitieren. Und sagt, und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gedenkt, Jalla fi'ula, bis morgens früh. Und dann haben die Miswak Siwak von Rasulullah sallam genommen, Sunnah, und sie haben die Zähne damit sauber gemacht am frühen Morgen. Die bereiten sich für das Gebet vor und für den Kampf vor. Das sind die Eigenschaften von Sahaba. Ja? Sagt, die waren geduldig, die waren stark. Ja? Und subhanallah, dieser König von Rom hat gesagt, bei Allah, also ungefähr hat geschworen, sagt, diese Leute werden das bekommen, was sie wollen. Sie werden mein Königreich erben. Und der König von China, als Hörte Amr ibn al-As, radiallahu an, hat geschworen bei Allah, ich werde die Erde oder den Königreich von China betreten mit meinen Füßen. Hat geschworen bei Allah. Dieser König von China hat einen goldenen Tablett vorbereitet und Erde von China draufgelegt, ja, und hat gesagt, beeilt euch und nehmt das zu diesem Mann, denn diese Männer, die Muslimin damals reden, nicht von heute Muslimin damals, sagt, wenn sie auch bei Allah geschworen haben, etwas zu machen, sie werden es auch tun. Deswegen ist es mir lieber, dass ich unter der Erde gehe, sterbe, anstatt diese Leute zu begegnen. Das sind Männer, Mu'minin. Und wie kam die Erziehung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat immer solche Kreise gemacht mit Sahaba. Sie selber sagen, wir gehen zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und er lehrt unser Herz von allem anderen außer Allah und füllt unser Herzen mit der Erhabenheit Allah und spricht mit uns über das Jenseits. Das, was heute leider vergessen wurde. Heute, wenn du siehst, die Sorgen der Ummah, mein Geld, meine Tasche, mein Konto, mein Auto, meine Arbeit, mein Uni, mein Studium, meine Schule, mein Zeugnis, mein weiß Allah was,
Und ich habe gestern gesagt, manche Leute, deren Sorgen sind, meine Augenbrauen zu zupfen oder mein Haar zu kürzen oder Haar länger zu machen, A'udhu Billah, und diese Strähne stimmt überhaupt nicht, und weiße Haare zu verstecken, weil er graue Haare bekommen hat, weil die Schuhe stimmt, ich muss er wechseln, er will keine Sandalen tragen, nur eine Lederschuhe, und die Hose muss passen, muss Jeanshose sein, nein, kein Levi's, sondern Ripley und keine Ahnung, was von der Marke die holen, sonst geht es ihm überhaupt nicht gut, A'udhu Billah. Das sind die Sorgen dieser Menschen, heute die Muslime, leider, weißt du? Aber was für Sorgen hatten damals die Menschen gehabt? Wir haben gestern ein kleines Beispiel gegeben von Hassan al-Basri, rahimahullah. Er hat vergessen, sich zu kämmen, sich zu waschen, seine Klamotten zu reinigen. Warum? Wegen Autos? Wegen Dunya? Nein, er sagt, die Sorge des Jenseits hat mich dazu gebracht, all das zu vergessen. Er macht sich Sorgen um Akhira. Er macht sich Sorgen um das Jenseits. Nicht um heute, weil alles, was du heute hast und bekommen wirst, steht fest bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist schon vorher bestimmt, aber dein Platz für morgen im Paradies oder Jahannam, du musst daran arbeiten. Du musst dich bemühen, du musst dich anstrengen. Und die Ulema sagen, sogar Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Ulema sagen, dass der Iman, der Glaube, stärker wird, manchmal stark wird, manchmal schwächer wird. Und es gibt die Gründe, die den Iman schwächern und den Iman stärken. فَالْمَعْصِيَةُ ضَعِفُ الْإِيمَانِ. Also die Ungehorsamkeit schwächt den Glauben, auf jeden Fall. Und die gute Tat stärkt den Glauben. Und ein Gelehrter hat schon einen Beweis gegeben, sagt, wenn wir heute gleichzeitig in einer Stunde, erstmal gehen wir in den Markt rein, jetzt in die Stadt rein, und wir gehen in diesen Markt rein, wo alle Menschen versammelt sind, deren Sorgen nur einkaufen und verkaufen, Handel, Geschäft, kaufen, weiß Allah noch was. Und Frauen anmachen, Männer anmacherei, A'udhu Billah, Unzucht ohne Ende, weil das ist die, dort legt der Scheitan seine Fahne. Okay? Und du gehst da rein, nachdem du Moschee warst, du merkst, dein Iman geht runter. Dein Iman geht auf jeden Fall runter, dein Glaube geht runter. Bleibst du 10 Minuten, eine halbe Stunde, dann nehmen wir dich direkt von dort ins Friedhof. Zwei verschiedene Welten. Das erinnert an das Jenseits. Und das erinnert an Sünden, A'udhu Billah. Das ist Markt der Sünde. Und der andere, Alhamdulillah, das ist dort, das erinnert dich ans Jenseits, erinnert dich an dein Ende, das, was geschehen wird, dein Bleibe für die Ewigkeit. Entweder eine Grube des Höllenfeuers oder ein Paradiesgrab. Und du bleibst eine halbe Stunde da und niemand spricht über das Jenseits, über das, was im Grab geschieht, über die Strafe im Grab und über die Belohnung im Grab, die Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet hat für die Gläubigen und für die Ungläubigen und ungehorsamen Muslimen genauso. Möge Allah uns bewahren. Dann merkst du, dein Iman steigt wieder. Dein Iman ist wieder stark. Ja, das heißt, durch die gute Tat stärkt sich der Iman und durch die Sünde, A'udhu Billah, und die Ungehorsamkeit wird der Iman schwächer. Aber bevor wir über das reden, wir können keine einzige gute Tat verrichten, wenn wir keinen Iman haben. Also wenn wir gar keinen Iman haben, können wir keine einzige gute Tat verrichten. Also deswegen sagen die Ulama, die einzige Kraft, die du innerlich hast, die dir die Kraft nach außen gibt, um Gutes zu tun, und Schlechtes zu vermeiden, ist dein Glaube, ist dein Iman. Und dieser Iman, wenn wir zurückkehren in die Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das erste, woran er gearbeitet hat, an diesem Iman von Sahaba radiallahu. Die Ulama sind sich einig, 13 Jahre lang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trainiert die Herzen von Sahaba. Damit sie an Allah glauben. Damit sie begreifen, was bedeutet Iman. Bis sie selber gesagt haben, ja, wir haben den Iman erstmal gelernt. Ta'allamna al-Iman. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Sahaba sagen, erst wir haben den Iman gelernt, den Iman muss man lernen. Sagt, wir haben Iman gelernt, wo? Welche Schule? In Uni Bonn? Oder ich weiß nicht, welche Fakultät hier? Nein, die saßen bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und wo? Wo? In Moschee. Die Moscheen sind dafür da, um den Iman zu bekommen, um den Iman zu stärken, um die Seele recht zu leiten, um die Herzen zu reinigen von all dem, was schlecht ist, um die Herzen zu verbessern, um die Herzen zu verbinden mit dem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und das hat Rasulullah sallallahu alaihi gemacht, sallallahu alaihi wasallam gemacht. Diese Moschee von Rasulullah sallam produzierte Männer. Es waren Schüler. Ja? Dann wurden sie Führer. Aber sie haben auch eine Phase gehabt, wo sie gelernt haben. Sie haben geduldig gesessen bei Rasulullah sallam. Sie waren neugierig über das, was sie erwartet, Yawm al-Qiyamah. Sie waren neugierig, sie haben geweint, wenn sie gehört haben, die Erhabenheit Allah. Sie haben geweint, wenn sie Paradies und Jahannam gehört haben. Manche sind gefallen und gestorben, während Rasulullah spricht über das Paradies oder über die Hölle.
Sogar junge Männer sind in euren Alter sind gestorben, während sie gesessen haben bei Rasulullah. Weil deren Herzen haben, waren gefüllt mit Iman. Gefüllt mit diesem Glauben, subhanallah. Die hatten so weiche Herzen bekommen, durch den Iman wird das Herz weicher. Und die weichen Herzen sind die am nächsten zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber die harten Herzen sind die am weitesten von Allah, subhanahu wa ta'ala. Das sind Sahaba. Die haben gelernt bei wem? Bei Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Sie hat uns gelehrt von allem anderen außer Allah. Dann bis sie selber von allein, sie brauchen nicht mehr zu warten, bis Rasulullah sallam kommt. Sie gehen auf der Straße wie Abdullah ibn Rawaha radiyallahu an. Und immer wenn jemand trifft, ja Fulan, lass uns eine Stunde glauben. Lass uns eine Stunde glauben. Mehrere Leute am Tag. Hat keine andere Sorgen. Er liebt solche Kreise, Ermahnungskreise. Eines Tages hat er das zu jemandem gesagt. Er hat zu denjenigen gesagt, lass uns eine Stunde glauben. Der Mann hat das falsch verstanden. Denn er geht sofort zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und sagt, ja Rasulullah, was ist los mit Abdullah ibn Rawaha? Er wendet sich von unserem Glauben ab, nur für eine Stunde glauben, ja Rasulullah. Er hat gesagt, er verlässt den Glauben, er will nur eine Stunde glauben. Dann Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat verstanden, worum es hier geht. Er lächelte sallallahu alaihi wa sallam und sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala Erbarmen haben mit Abdullah ibn Rawaha. Der liebt die Sitzen, die Ermahnungskreise oder Kreise, die Malaika lieben. Die Malaika lieben solche Kreise. Und warum macht das Abdullah ibn Rawaha? Weil Abdullah ibn Rawaha hat den Islam verstanden und hat die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verstanden. Und er sagt, der Iman ist wechselhafter als kochendes Wasser. Wenn das Wasser richtig brudelt, ihr seht, wie das hoch und runter geht, sagt der Iman ist wechselhafter als das. Und hat auch in anderen Beispielen gesagt, der Iman ist wie ein Hemd. Hast du gerade angezogen, beispielsweise du hast es gewaschen, heute kann man das bügeln, Alhamdulillah, hast es gebügelt, Mashallah, schön weiß, hast es angezogen, mit der Zeit wird es dreckiger. Ja? Dann ziehst du es wieder aus, dann musst du es wieder waschen und wieder bügeln, wieder anziehen. Sagt genau, sagt Abdullah ibn Rawaha, der Iman ist wie ein Hemd, hast du es gerade an, ziehst du gleich wieder aus. Hast du es wieder ausgezogen, gleich musst du es wieder anziehen. Das heißt, an deinem Iman muss man immer arbeiten. Und gestern habe ich eine sehr wichtige Sache gesagt. Heute leider, ich habe gesagt, ein Gelehrter sagte, der Mensch besteht aus drei Drittel, also drei Teile. Ein Drittel für Allah, ein Drittel für sich selbst und ein Drittel für die Würmer. Das ein Drittel für Allah ist die Seele. Ein Drittel für dich sind deine guten Taten, deine rechtschaffenen Werke. Und das dritte für die Würmer ist der Körper. Aber leider heute die behaupten haben, einen Verstand. Und wir haben gesagt, ein Verstand bedeutet, das ist ein Licht, der dir die Wahrheit zeigt. Der dir das Gute vom Schlechten, das Böse vom Guten unterscheiden lässt. Das, was dir nutzt, unterscheidet von dem, was dir Schaden bringt. Ja? Den geraden Weg vom falschen Weg unterscheidet. Und die sowas behaupten heute, und sie wissen, die Seele ist die geehrt wird oder erniedrigt wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sie kümmern sich eher um das, was die Würmer bekommen werden. Und das ist der Körper. Egal wie schön du aussiehst, egal wie hübsch du bist, egal wie stark du bist, ja? Egal heute die Leute subhanallah duschen dreimal am Tag, wenn es warm ist, ja? Damit er nicht schwitzt. Und benutzt, keine Ahnung, diese Bodylotion, mashallah, verschiedene, sagt man das, Duft, alhamdulillah, damit er gut riechen kann. Und fragt immer nach Parfüms, wo sie gibt, die besten Parfüms. Warum? Damit er gut riechen kann. Vielleicht morgens Parfüm und abends Parfüm. Ja, damit er, wenn er an einer Frau vorbeigeht, an die Leute vorbeigeht, mashallah, schöner Duft. Vielleicht gucken ihn die Frauen an, da fühlt er sich dann befriedigt, a'udhu billah. Nur dieser Moment. Ja, und bekleidet sich sehr schön, mashallah. Und damit er gut aussieht draußen, damit er sagt, guck, mashallah, der sieht gut aus. Und Gel, ein Kilo Gel auf seine Haare, a'udhu billah, im nächsten Jahr hat er keine Haare mehr, nasallallah al-afwa wal afwa. Wofür ist das alles? Für die Würmer? Und dieser Körper, a'udhu billah, ich habe gestern eine klare Sache gesagt, wenn du jemand liebst, wenn du jemanden über alles liebst, und du hast ihn zu Hause an deiner Seite, plötzlich er stirbt, dann seine Seele geht raus, zu wem? Zu Allah. Aber sein Körper, du weinst, du trauerst, du hast Schmerzen, aber subhanallah, obwohl du ihn liebst, obwohl du dich durch ihn geborgen gefühlt hast, als er am Leben war, ein paar Tage, du willst nicht ein paar Tage aufhalten bei dir zu Hause, weil er nicht gut riecht. Ihr wisst, wie eine Leiche stinkt, a'udhu billah, mit der Zeit. Ja? Dann bist du sofort raus mit ihm, ich will ihn nicht mehr hier haben. So unwichtig ist dieser Körper, subhanallah, dann wird man diese Körper in die Erde reinstecken und haben die Würmer daran Spaß und die Insekten. Aber diese Seele, die Allah zu Allah zurückkehrt, das Wichtigste bei Allah, subhanahu wa ta'ala, das Beispiel ist wie mit dem Auto und Motor vom Auto. Heute siehst du viele Menschen 3 Jahre lang, 2 Jahre lang, er lackiert sein Auto.
jedes Mal neuen Lack, mashallah. Und wäscht das Auto fast jeden Tag, damit es glänzt. Aber die 2 Jahre lang, er hat den Motor vernachlässigt. Ist er klug? Er ist nicht klug, das ist Dummheit. Warum Dummheit? Weil irgendjemand versucht hat zu starten, obwohl es von außen schön aussieht, aber er kann nicht mehr starten. Das Motor ist kaputt. Normalerweise hätte er sich mehr um den Motor kümmern müssen, als von das Äußere vom Auto. Und diesen Lack und diese Glanzgeschichten. Stimmt oder nicht? Genauso der Mu'min muss sich eher um sein Herz kümmern, um seine Seele kümmern. Du sollst dein Herz lackieren, sage ich mal so. Du sollst dein Herz polieren von all dem, was schlecht ist. Du sollst dein Herz reinigen von all dem, was schlecht ist. Warum, liebe Brüder, heute, wir können den Koran nicht verstehen. Wir können die Hadithe nicht verstehen. Wir haben so viel Jumu'ah gehört, so viel Durus gemacht, so viel Durus gehört, so viele CDs, so viel im Internet gehört, aber die Lage ändert sich nicht. Weil dieses Licht, das Koran ist Wissen. Und dieser Koran ist ein Licht. Koran ist Licht. Und die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind ein Licht. Die Ermahnungen sind Licht. Die Lehren von Gelehrten sind Licht. Die Worte, die sie rausbringen, sind Licht. Aber irgendwie dieses Licht, subhanallah, findet keinen Weg zu unseren Herzen. Weil wenn es einen Weg gefunden hat zu unseren Herzen, dann hätte sich die Lage der Ummah verändert. Der andere Sahabi 2 Jahre. 2 Jahre. Und sein Iman war so stark. Wie lange sind wir heute im Islam? Heute Islam, a'udhu billah, haben wir im Kühlschrank gelassen. Ja, das ist das Problem. Islam kommt an der letzten Stelle. Wenn wir sehen, eine Angelegenheit, ja, wo wir den Islam bevorzugen müssen, das Jenseits bevorzugen müssen, wir machen das Gegenteil. Wir bevorzugen immer das diesseitige Leben, das, was vergänglich ist. Und das ist der Beweis, dass diese Worte das Licht unserer Herzen nicht erreicht hat, wal-iyadu billah, weil wir diesen, und wir kümmern uns sehr, sehr, sehr selten um unsere Herzen und unsere Seelen. Deswegen, wir müssen das Ganze ändern jetzt, inshallah. Und nicht nur Freitag, Samstag, Sonntag. Ich sage es immer wieder, nicht Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, das ist auch während der Woche. Wenn ihr Zeit habt, gegenseitig anrufen. Treffen machen, subhanallah. Bei einem Bruder oder die Schwestern untereinander treffen sie. Sie kennen sich nur, a'udhu billah, während der Sitzung, dann gehen sie nach Hause. Nein, das ist nicht der Sinn der Sitzung. Der Sinn der Sitzung, dass wir mehr zusammenkommen. Noch mehr daran arbeiten, dass unser Iman verbessert wird, dass unser Iman gestärkt wird. Und dadurch werden unsere Taten, alhamdulillah, stärker. Und oft das Paradies erwähnen, das Jenseits, die Hölle, a'udhu billah. Nicht viel die Hölle, aber eher das Paradies. Wenig Hölle und viel Paradies. Ja? Damit die Sehnsucht nach dem Paradies stärker wird. Maxallah. Und damit auch die Angst etwas wächst gegenüber der Höllenfreude, damit wir inshallah beginnen, inshallah, mit unseren Herzen zu arbeiten, dass wir, wie sagt man, dass diese Sehnsucht nach Paradies stärker wird, ja, und dann werdet ihr sehen, alhamdulillah, wenn man erkannt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet hat für die Menschen im Jannah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, die Menschen damals sind gestorben, als sie gehört hat, was Allah an Genuss vorbereitet hat für sie, subhanahu wa ta'ala. Sie hatten sehr starke Sehnsucht gehabt. Und wenn sie gehört haben, die Hölle sind gestorben, ja, weil die Herzen sehr weich geworden sind, sie haben begriffen, worum es hier geht. Und deswegen, wenn man die Taten von Sahaba sieht, wie sehr sie sich geeilt haben zum Paradies, ich will über diesen Thema jetzt nicht anfangen zu reden, ja, weil wir wissen nicht, wer unter uns ist, a'udhu billah. Die Leute, die Ohren sind groß geworden heute. Ja? Weil seht ihr selber, ich weiß selber, ihr habt über Sahaba gelesen, wie schnell sie sich geeilt haben ins Paradies. Weil sie haben Angst gehabt, das Paradies zu verlieren, wenn sie lange leben. Sie haben Angst vor Versuchungen gehabt. Sie haben sich danach sogar den Tod gewünscht nach dem Tod von Rasulullah sallam. Weil sie hatten Angst, nicht als Muslimin zu sterben. Sie hatten Angst vor der Versuchung. Und heute guckt ihr euch an, die Versuchung da draußen, a'udhu billah, und die Verlockungen, wie groß sie sind. Und die Muslimin fühlen sich sicher, alhamdulillah. Wovor fühlst du dich sicher? Hast du so einen starken Iman? Hast du so einen starken Glauben, subhanallah? Hast du die gleichen Taten wie Sahaba? Hast du so viel getan für das Paradies? Obwohl Sahaba so viel getan haben, trotzdem, sie haben gezittert. Sie haben geweint, deren Herzen waren aufgeregt. Sie haben Angst gehabt, dass das, was sie getan haben, nicht angenommen wird bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Und solche Kreise, inshallah, nicht nur hier in dieser Moschee, sondern in jeder Moschee, wo man hingeht, versucht man einen kleinen Kreis zu machen. Etwas, eine Stunde, halbe Stunde, 10 Minuten, etwas über das Jenseits zu reden, um immer wieder den Iman zu stärken. Denn ich sage euch, ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt, jeder Herz, Sohn Adam, hat Licht, hat ein Licht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein schönes Beispiel gegeben, sagt, mit dem Mond. Sagt, stell dir vor, das ist ein klarer Himmel. Der Himmel ist ganz klar, alhamdulillah, nachts. Und du siehst den Mond, er leuchtet. Jeder kann den Mond sehen, wenn er am Leuchten ist. Und dafür haben wir auch ein Licht davon. Sag subhanallah, während dieser Mond leuchtet, plötzlich geht eine Wolke an ihm vorbei. Dann verdeckt sie das Licht dieses Mondes. Sag, genauso sind die Herzen. Und diese Wolke, gemeint hier die Dunkelheit der Ungehorsamkeit.
Die Dunkelheit der Sünde, die in unseren Herzen manchmal vorbeigeht, die Dunkelheit der schlechten Tat, A'udhu Billah, die wir sagen, das vollbringen heute, sagt genauso, wenn der Mond so ist, geht eine Wolke vorbei, verdunkelt sein Licht, dann zieht sie weiter, plötzlich leuchtet er wieder. Und haben die Leute davon wieder ein bisschen Licht auf der Erde. Sagt, genauso ist das Herz eines Mu'min. Während er am Leuchten ist, voller Glauben, voller Iman, plötzlich gehen die Wolken, A'udhu Billah, der Sünde und der Ungehorsamkeiten vorbei, verdunkelt das Herz, er wird die Wahrheit nicht mehr sehen, er macht Sünden, A'udhu Billah, er kennt den Weg nicht mehr richtig, er ist verwirrt, plötzlich zieht diese Wolke vorbei, plötzlich leuchtet das Herz wieder. Deswegen sagen die Ulama, solche Sitzungen sind sehr, sehr, sehr wichtig, um das Licht dieser Herzen zu bewahren. Um dieses Licht, der Iman, das ist Iman, Licht, also Nurul Iman nennt man das. Der Licht des Glaubens. Ohne dieses Licht werden wir den Koran nicht begreifen, werden den Koran nicht verstehen. Mit Imam Shafi'i rahimahullah, wie der gesagt hat, ganz deutlich, habe ich schon mal erwähnt, sagt, wenn jemand blind ist, nutzt ihn auch das Licht der Sonne auch nicht. Wenn er blind ist, das Licht der Sonne nutzt ihn auch gar nicht. Also erst, du musst sehen, damit du das Licht vom Licht der Sonne was hast. Das heißt, wenn du blind bist und die Sonne scheint, du kannst trotzdem nicht sehen. Genauso, wenn wir kein Licht, kein Glauben haben in unseren Herzen, wenn das Licht des Glaubens nicht in unseren Herzen drin ist, dann werden wir von einem anderen Licht nicht profitieren, damit ist gemeint Koran, Hadith und all diese Lehren und Reden, die man hört jeden Tag. Weil manchmal Rasul hat so viel wiederholt vom Koran, so viel wiederholt von Hadith über Allah, über das Jenseits, über Akhira, bis Sahabe begriffen haben, worum es hier geht. Und deswegen sind wir auch hier, inshallah, um zu versuchen, etwas, inshallah, Rabbil Alamin, in unser Herzen zu arbeiten, um etwas Sehnsucht zu wecken in uns, bi'idnillahi jalla fi'ula, damit wir ein bisschen, sag mal, Sehnsucht nach dem Paradies haben. Und damit wir, also wir sehen, wir haben letztes Mal gesehen, wie einfach das Paradies ist, subhanallah. Wir haben über die Wege des Paradies gesprochen, wir haben über 5 oder 6 Wege gesprochen. Und wir haben gesehen, dafür brauchst du keine Anstrengung. Dafür brauchst du keine, sag mal, du musst nicht dafür schwitzen, diese Taten. Nur eine einzige Tat, die wir erwähnt haben, die Verteidigung der Wahrheit, als wir gesehen haben, die Sahaba radiallahu anhum, dass sie bereit waren, mit der Seele zu bezahlen für das Paradies, alles zu geben, um ins Paradies zu kommen. Und ich will jetzt nicht wieder anfangen vom Weg Nummer 1, weil es dauert mir wieder zu lange. Also wir werden inshallah von Weg Nummer 7 anfangen, inshallah Rabbil Alamin, von dort weitergehen, inshallah. Inshallah möge Allah uns inshallah helfen, dass wir diese Wege inshallah begreifen und dass wir auch diese Wege folgen, inshallah, damit wir in Ewigkeit inshallah ins Paradies reingehen werden. Also Weg Nummer 7 war die Liebe der Surah Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Qul huwallahu ahad. Die Aufrichtigkeit, diese Geschichte sagt Anas ibn Malik radiallahu anh, berichtet, es gab einen Mann in Medina, er war Imam, er betete vor, und nicht direkt im Masjid von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sondern Masjid Quba. Und eine kleine Information über diesen Moschee Quba, also Masjid Quba, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat, also fast jeden Samstag ist er dahin gegangen, hat 2 Raka'at dort gebetet, weil der 2 Raka'at dort verrichtet, ist so, ob er eine Umrah verrichtet hat, ein freiwilliger Umrah verrichtet hat. Sag jedes Mal, also wenn dieser Imam vorgebetet hat, er beginnt immer nach Fatiha mit Surat al-Ikhlas. Also Qul huwallahu ahad. Mit Surat al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, und danach direkt rezitiert er eine andere Sura. Und das macht er immer bei jedem Raka'at, wo er laut lesen muss. Also immer Surat al-Ikhlas und dann eine andere Sura folgt. Das macht er immer. Und das hat er eine Zeit lang gemacht, bis die Leute, die hinter ihm waren, haben sich gewundert, warum er das macht. Dann haben sie ihn angesprochen und die haben dann zu ihm gesagt, warum tust du sowas? Entweder liest du Surat al-Ikhlas allein, ja, oder eine andere Sura. Ja, aber brauchst du nicht immer beide zu lesen. Dann hat er gesagt, hat zu denen gesagt, ich werde es immer weiter so machen, ob ihr wollt oder nicht wollt. Wenn es euch nicht passt, dann sucht euch jemand anders aus. Diese Leute wollten nicht jemand anders haben, weil er war der beste Rezitator gewesen. Was haben die gemacht? Eines Tages, die haben gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis Prophet sallallahu alaihi wasallam sie besucht hat. Und dann, subhanallah, sie gingen sofort zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann haben sie gesagt, ja Rasulallah, dieser Mann betet immer vor. Und er liest immer Surat al-Ikhlas, aber er lässt auch eine andere Sura folgen. Jedes Mal. Wir haben mit ihm gesprochen, damit er aufhört, er wollte nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, warum machst du nicht das, was deine Gefährte dir sagen? Bete doch nur mit Surat al-Ikhlas, es reicht doch. Dann hat er gesagt, ja, und hat ihn gefragt, warum er das tut. Dann der Mann sagte, ich liebe diese Sura, ja Rasulallah. In anderer Version, in Hadith, er sagt, ich liebe diese Sura, warum? Weil dort werden die Eigenschaften Allah erwähnt. Dort werden die Eigenschaften Allah erwähnt.
Also er liebt diese Sure. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Achtet immer auf die Antwort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Sitzung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, deine Liebe ihr gegenüber brachte dich ins Paradies. Nur weil du Sure al-Ikhlas liebst. Der Mann hat das rezitiert, ja? Immer wieder, weil er das liebt, weil er die Sure liebt. Dann kommt die Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diese Liebe ist ein Weg ins Paradies. Derjenige, der Surat al-Ikhlas liebt, vom reinen Herzen, dieserjenige, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, wird ins Paradies gehen. Und so ihr wisst ganz genau, Surat al-Ikhlas, Qullu Allahu Ahad, derjenige, der Qullu Allahu Ahad rezitiert, die Aufrichtigkeit, es ist, wenn er das rezitiert, es ist gleich, ob er ein Drittel vom Koran rezitiert hat. Er bekommt die gleiche Belohnung, wie ob er ein Drittel vom Koran rezitiert hat. Das heißt, wenn du dreimal Qullu Allahu Ahad rezitierst, es ist gleich, ob du den ganzen Koran rezitiert hast. Und das dauert manchmal eine Minute, Qul huwallahu ahad. Also guckt hier, was man in einer Minute erreichen kann. Und das andere, das ist sehr, sehr wichtig, gütig zu den Menschen sein. Also, dass man nett zu den Nachbarn sein, nett zu den, also zu den Verwandten sein. Abu Huraira radiyallahu anhu, das ist Weg Nummer 8. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtet, ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und erwähnte dabei eine Frau, die viel betet und fastet. Aber sie fügt ihren Nachbarn Schaden zu. Sie schadet immer ihren Nachbarn, a'udhu billah, indem sie viel redet über den Nachbarn und lästert, a'udhu billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, obwohl sie viel betet und viel fastet, sie ist in der Hölle, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diese Frau wird in der Hölle landen. Warum? Obwohl sie betet, weil ihr Gebet hat ihr nicht genutzt. Hätte sie den Gebet begriffen, hätte sie richtig gebetet, dann hätte das Gebet sie dazu gebracht, nicht zu lästern, nicht schlecht über andere zu reden. Weil Allah sagt im Koran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das heißt, wenn du beispielsweise in Jahiliya warst, du hast viele Sünden gemacht, plötzlich hast du angefangen zu beten, es ist gleich, subhanallah, wie jemand, der krank war und nimmt Medizin. Diese Medizin hat Wirkung, subhanallah, mit der Zeit, vielleicht nach einem Jahr oder einem Monat oder drei Monate oder keine Ahnung, wie lange es dauern muss. Subhanallah, wenn du regelmäßig diese Medizin nimmst, dann zeigt diese Medizin Wirkung, du bist geheilt, Alhamdulillah. Du bist geheilt. Versteht ihr? Genauso ist es mit dem Gebet. Dieses Gebet heilt dich von deinen schlechten Eigenschaften, von schlechten Taten. Das heißt, es löscht in dir diese schlechten Eigenschaften. Das heißt, du redest nicht mehr schlecht über die Menschen. Du lässt es nicht mehr, du weißt, dass es Gefahr ist. Du versuchst, die vergangenen Sünden, die du gemacht hast, zu vermeiden. Weil das Gebet hat dir geholfen, denn das Gebet ist Medizin. Wenn das Gebet nach vielen Jahren nichts in dir ändert, was bedeutet das? Das heißt, dein Gebet stimmt irgendwas nicht. Mit deinem Gebet stimmt irgendwas nicht. Du musst an deinem Gebet weiterarbeiten. Weil das Gebet ist eine Medizin, der dich von deinen schlechten Eigenschaften befreit. Dann erwähnte er eine andere Frau, wie wenig sie betet. Und wie wenig sie fastet, diese Frau. Und hat auch sogar gesagt, diese Frau, sie hat noch nie einen Staubwirbel gespendet, ja Rasulallah. Aber sie fügt ihren Nachbarn keinen Schaden zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie ist im Paradies. Diese Frau ist im Paradies. Sie betete nicht viel, sie fastete nicht viel und sie hat fast nie gespendet. Ja? Aber trotzdem, diese wenig Gebete, die sie verrichtet hat, die Pflichtgebete, haben Wirkung gezeigt, dass diese Frau nichts Schlechtes mehr getan hat. Sie hat ihren Nachbarn keinen Schaden zugefügt. Warum? Wir werden jetzt sehen, inshallah, warum Allah spricht und diejenigen, denen gläubigen Männer und Frauen ungerechterweise ungemacht zufügen, laden auf sich Verleumdung und offenkundige Sünde. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der wahre Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Und der wahre Auswanderer ist derjenige, der meidet, was Allah verboten hat. Al-Bukhari wa Muslim. Ich wiederhole diesen Hadith. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der wahre Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind, und der wahre Auswanderer ist derjenige, der meidet, was Allah verboten hat. Überliefert von Bukhari und Muslim. Diese Zunge. Wir haben letztens gesehen, diese zwei Brüder, die subhanallah zusammen waren, einer war fromm und einer nicht. Der Fromme, mashallah, geht immer auf seinen Bruder zu, sagt, bete, hör auf zu sündigen. Hör auf, sonst Allah wird dich bestrafen und solche Sachen, hat er gesagt. Er hat versucht, ihn zu ermahnen. Aber es hat nichts genützt, nichts gebracht. Und trotzdem, subhanallah, nach einiger Zeit geht er auf ihn zu und sagt, hör zu, entweder hörst du auf oder Allah wird dir nicht vergeben. Eine andere Version sagt, Allah wird dich nicht ins Paradies reinlassen.
Beide sind gestorben, überliefert, also Rasulullah sallam erzählt, beide sind gestorben, beide stehen vor Allah. Der, der gesündigt hat, geht ins Paradies rein. Und der, der Gutes getan hat, wird ins Hölle vorher gehen, wegen einem einzigen Wort. 60 Jahre lang betete Allah an Subhanahu wa ta'ala. 60 Jahre Gebete, 60 Jahre Fasten, 60 Jahre gedenkte Allah. 60 Jahre hat er Gute geboten, das Gute geboten, das Schlechte verboten. Ein einziges Wort zerstörte all das, sagt Abu Huraira radiallahu anhu. Wie gefährlich ein einziges Wort sein kann im Islam, wenn er falsch ist. Als Aisha radiallahu anhu sagte, über wem? Über Safiya radiallahu anha, dass sie klein ist. Rasulullah sein Gesicht hat sich verändert. Sagt ja Aisha, wenn wir dieses Wort mit in Meer reinschmeißen würden, also dieser Duft, also der Geruch, und wie sagt man, der Geruch des Wassers, oder wird schlecht werden. Weil das Wort ist so schlimm gewesen, was Aisha gesagt hat. Hat nur gesagt, sie ist klein, ja Rasulullah. Sie ist klein, ja Rasulullah. Was sagen wir heute, habe ich gesagt? Wie viel sprechen wir heute Sachen, und wir haben keine Kontrolle über unsere Zunge, a'udhu billah. Jeden Tag wir reden über andere Menschen, a'udhu billah. Und wir haben keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Tabi'i sagte, meine Zunge ist wie ein Raubtier. Wenn ich ihn freilassen würde, wird mich auffressen. Ist gefährlich, die Zunge. 60 Jahre Ibadah zerstört mit einem Wort, was er gesagt hat. Allah sagt, wie kannst du dich wagen, über mich sowas zu sagen, dass ich meinen Diener nicht vergeben werde? Also geh ins Hölle und Feuer und der andere geht ins Paradies. Also man muss sich in Acht nehmen vor dem, was man sagt. Allah spricht subhanahu wa ta'ala und dient Allah und stellt ihn nicht zur Seite und erweist den Eltern Wohltaten und ebenso den Verwandten, den Weisen und Armen, den nahestehenden Nachbarn und den fernen Nachbarn und den Gefährten an eurer Seite und dem Reisenden und denen, die euch gehören. Wahrlich, Allah liebt nicht die, die überheblich und stolz sind. Allah liebt diese Menschen nicht. Und achtet auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umayyah radiallahu anhu und Aisha radiallahu anha berichteten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Engel Jibril alaihi salam empfahl mir so oft die gute Behandlung des Nachbarn, dass ich beinahe dachte, er würde ihn vielleicht zum Erben einsetzen. Also man muss sich in Acht nehmen. Schade nicht, also dein Nachbarn. Du kannst so viel beten und fasten, wie du willst. Du kannst so viel Hajj verrichten, wie du willst. Aber hier erkennen wir, wie wichtig die Eigenschaften im Islam, die guten Eigenschaften im Islam sind, das gute Benehmen im Islam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die am nächsten zu mir sind, am Tag der Auferstehung, sind die mit dem besten Charakter. Das heißt, versuch immer nett zu sein, versuch immer gut zu sein. Und wisst ihr, wie viele Nachbarn haben Rechte auf uns? Rechts und links. Auf der rechten Seite 40, auf der linken Seite 40. Wir kommen mit den ersten noch nicht mehr klar. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Juden, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlecht behandelt. Er war sein Nachbar. Hat immer Holz klein geschnitten und immer extra vor der Tür gestellt. Vor der Tür des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat noch nie Rache für sich selber genommen. Er hat dieses Holz genommen und immer woanders weggeschmissen. Und subhanallah, eines Tages, dieser junge Mann hat das nicht mehr gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das vermisst irgendwie. Und sagt zu Sahaba, wo ist dieser Jude? Sahaba sagen, wir haben gehört, er ist krank, ja Rasulullah. Rasulullah hat ein paar Sahaba gesagt, komm, lass uns diesen Mann besuchen. Was ist das für ein Prophet? Leute heute reden über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schlecht. Ja, viele sagen, Rasulullah sallam ist ein Terrorist, la'natullahi alayhi. Sie behaupten sowas, hier diese Geschichte genügt, da brauche ich nicht weitere zu erzählen, gibt es hunderte davon. Dann Rasulullah sagt, lass uns diesen Mann besuchen. Dann Rasulullah besucht diesen Mann, weil guck mal hier, Da'wah durch Tat ist viel, viel stärker, als 100 Tage nur reden, um Da'wah zu machen. Ein einziger Tat. Der Prophet sallam geht hin, kommt rein, der Mann ist erstaunt. Er guckt ihn an. Sag, ich habe dich schlecht behandelt. Ich habe dir das und das angetan. Und du kannst mich trotzdem besuchen, als ich krank bin? Dann der Mann sagt, dieser Jude sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und du bist der Gesandte Allah. Durch das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So muss man lernen, mit seinen Nachbarn umzugehen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn unser Vorbild ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, bei Allah, er glaubt nicht, bei Allah, er glaubt nicht, bei Allah, er glaubt nicht. Er wurde dann gefragt, O Rasulullah, O Gesandter Allah sallam, wer glaubt nicht?
Er sagte, einer, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Also derjenige, ja, durch seine schlechte schlechte Taten, schlechtes Benehmen, so weit bringt, dass sein Nachbar sich nicht mehr sicher fühlt, Rasulullah hat dreimal gesagt, er ist nicht gläubig. Er ist nicht gläubig, sagt Rasulullah. Das heißt, damit du einen Beweis hast, dass dein Glauben vollständig ist, du bist verpflichtet, deinen Nachbarn gut zu behandeln. Auch wenn die Leute heute sagen, sie haben Angst vor den Muslimen. Wenn du mit Bart gehst und Nachbarn hat Bart und Sunna und lange Haare vielleicht. Und wenn man die sieht, obwohl du nicht so bist, trotzdem versucht, Wallahi al-Azim, es ist zu schaffen, auch heute, wo die viele denken falsch vom Islam. Durch deinen Charakter, Wallahi al-Azim, du kannst diese falschen Gedanken von den Menschen besiegen. Nur durch dein Verlassen denken, was er will, lass ihn komisch gucken, aber lächle immer in sein Gesicht. Guten Tag, beginn du immer mit dem Gruß, egal, im Islam normalerweise der Kafir muss beginnen. Aber wir sind nicht in islamischer Stadt, um Da'wah zu machen, ist es anders. Beginnst du mit dem Gruß, lächeln, siehst du eine ältere Frau, ältere Mann, braucht Hilfe, beeil dich, auch wenn sie Angst haben. Denn durch deine Taten hier, bi'idhnillah, Allah verändert die Herzen dieser Menschen. Und sie kommen und beginnen zu fragen. Wallahi, sie kommen und beginnen zu fragen nach dem Islam. Nur durch deine Taten, rede nicht viel. Nur ein Geschenk, ab und zu mal bringst du vielleicht eure Spezialitäten, ich weiß nicht, es sind viele Nationalitäten hier, mashallah, afghanische Nationalität, tunesische, deutsche, Chinesen, keine Ahnung, was ist, bringst du Essen mit, mashallah, ja, aber keine Skorpione, aufpasst. Oder Schlangen, nachher sagst du, hier ist unsere Spezialität, aufpasst. Also schöne Sachen, mashallah, arabische Sachen, türkische Sachen, alhamdulillah, die Herzen dieser Menschen zu gewinnen. Wie Rasulullah das gemacht hat, eine Frau war in der Wüste unterwegs, hat viel Holz mitgetragen, war schwer für sie. Dann kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sie kennt ihn nicht und hat das Holz von ihr genommen und hat sich sehr gefreut, diese Frau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht auf sie zu und nimmt dieses Holz von ihr und hilft ihr bis nach Hause. Und diese Frau sagt zu ihm, Subhanallah, du bist so ein netter Mann, du bist so ein lieber Mann. Sagt er, deswegen will ich dir einen Rat geben. Sagt er, was? Sagt er, nimm dich in Acht vor dem Mann, der behauptet, er ist ein Prophet. Man nennt ihn Muhammad, Allahu Akbar. Und dann sagt er, ich bin dieser Mann. Sagt du, sagt Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Guck mal, Subhanallah, was für ein Prophet wir haben. Alayhi salatu wa salam. Wallahi, solche Geschichten machen das Herz wie Butter. Ja? Man muss stolz darauf zu sein, dass man so einen Mann folgt. Alayhi salatu wa salam. Stolz. Ja? Dass Allah uns auserwählt hat, Jalla fi ula, dass wir zu dieser Umma gehören. Die Umma von Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Allahu Akbar. Bei Muslim überliefert sagt, derjenige wird nicht ins Paradies eintreten, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Eine andere Version von diesem Hadith. Das heißt, derjenige, der A'udhu Billah das Gefühl gibt, seinen Nachbarn, dass er unsicher ist, wird, das heißt, er wird nicht ins Paradies reingehen. Also einen Weg ins Paradies hier begreifen wir, inshallah. Wir müssen nett sein und gut sein zu unseren Nachbarn, auch wenn er Muslim oder nicht Muslim ist. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O muslimischen Frauen, fühlt euch nicht zu gering, um euren Nachbarn selbst die kleinste Kleinigkeit zu schenken. Die kleinste Kleinigkeit zu schenken, sagt Rasulullah. Sagt, schenkt, was immer ihr schenken könnt, auch wenn dies nur der Fuß eines Schafes ist. Bukhari und Muslim. Egal, dein Nachbarn, deutsche Frau oder keine Ahnung, nicht Muslim oder Muslima, bringst du ein Geschenk. Und der Rasul sagt, Tahadau, also beschenkt euch gegenseitig, denn diese Geschenke, wie sagt man das, entfernen dieses Hass und Groll in eure Herzen. Das heißt, wenn du streitest mit jemandem und so merkst, ist irgendwas komisch, nimmst du ein kleines Geschenk hier, Bismillah. Mit reiner Absicht, es muss keiner sehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit gewinnst du ihr Herz. Und besonders bei Nicht-Muslimen heute. Ein kleines Geschenk. Fi sabilillah, hier ist ein Geschenk. Warum? Manchmal fragen sie, wieso macht ihr das, ihr Muslime, wenn du das öfter machst? Dann kommt dann die Antwort von dir, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Dann ist schon da. Und Rasul sagt, Balligu anni walau aya, wa hadithu an bani Israela wala harj. Und Gott sagt, hadithu anni, erzählt über mich auch, wenn es ein einziger Vers ist. Andere Gelehrten sagen auch, gemeint hier eine Geschichte, ein Zeichen über den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und hier hast du deine Pflicht erfüllt, wenn dein Nachbar sagt, warum macht ihr das, ihr Muslimin? Sagt Rasulullah, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das uns gelehrt, hat uns dies empfohlen, alaihi salatu wasallam. Dann hat man hier gewonnen oder verloren. Und das ist ein Weg ins Paradies, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Jetzt Weg Nummer 9, das ist ein wichtiger Weg, inshallah, die Geduld. As-Sabr, die Geduld. Ata ibn Abi Rabah sagte, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, sagte zu ihm, möchtest du,
dass ich dir eine Bewohnerin des Paradieses zeige. Achtet auf diesen Hadith. Ich sagte, gewiss, er sagte zu mir, diese schwarze Frau, sie kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ich bin Epileptikerin und wenn ich einen Anfall habe, ja Rasulallah, wird mein Körper bloß, also ungefähr bloßgelegt, ja Rasulallah, also bloßgestellt. Wenn sie fällt und ohnmächtig wird, A'udhu billahi, ihr Körper wird gezeigt, bloßgestellt oder bloßgelegt. Dann sagt diese Frau, bitte, betet zu Allah für mich, ja Rasulallah. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, wenn du es vorziehst, geduldig zu sein, wann immer du von deinem Leiden gequält wirst, wirst du ins Paradies gelangen. Wenn du jedoch wünschst, dass ich für dich bete, wird Allah dich heilen. Sie sagte, achtet auf die Antwort der Frau, sie bevorzugt das Jenseits. Sie sagte, ich werde es mit Geduld ertragen. Doch bete bitte für mich, dass mein Körper sich nicht enthüllt, wenn ich einen Anfall habe. So betete er für sie, sallallahu alaihi wasallam, wie von ihr gewünscht ist. Ich habe das ganze Hadith zerquetscht gerade. Ich wiederhole das nochmal, inshallah. Besser, inshallah. Also, Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, er war der Erbe von Ibn Abbas in Mekka. Also hat das Wissen von Ibn Abbas geerbt. Und er war einer der meisten Wissenden nach Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Er sagte, Ibn Abbas sagte zu ihm, möchtest du, dass ich dir eine Bewohnerin des Paradieses zeige? Dass dieses zeigt, dass diese Eigenschaft, die Frau haben wird, ein Weg ins Paradies ist. Und dann subhanallah sagte, gewiss, er sagte zu mir, diese schwarze Frau, sie kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ich bin Epileptikerin und wenn ich einen Anfall habe, wird mein Körper bloßgelegt. Bitte bete zu Allah für mich. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du es vorziehst, geduldig zu sein, jetzt viele müssen die Ohren aufmachen, die geprüft werden jetzt unter uns. Die Prüfung haben, die Schmerzen haben, die Angst haben, die, egal welche Schmerz du hast im Islam. Ein Dornenstich ist eine Sünde weniger. Und eine Stufe höher im Paradies, Yawm al-Qiyam, am Tag der Auferstehung. Allah wird rufen, all die Menschen unter diese ganze Menschheit, am Versammlungstag, wo von Adam a.s. bis zu den letzten Menschen, alle Tiere, alle Bestien, alle Jinn und alle Malaika versammelt sind. Allah wird rufen, wo sind die Geduldigen, die ich geprüft habe. Dann stehen die geprüft werden, alle gemeinsam. Aber Allah sucht sich die aus, die geprüft worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala, die geduldig waren, als Allah sie geprüft hat. Und dann Allah sagt, tritt ein ins Paradies für die Ewigkeit ohne Abrechnung, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie gehen ins Paradies, während andere Menschen warten, dass sie gerufen werden, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden. Für die, die heute leiden, für die Schmerzen haben, für die krank sind, hört euch das an. Das heißt, du wirst ins Paradies gehen, ohne gefragt zu werden. Ohne Abrechnung. Denn Rasulullah s.a.w. sagt, derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird von Allah, er ist schon bestraft. Er ist schon in der Strafe. Denn dieser Moment vor Allah zu stehen, ist ein grausamer Moment. Es ist nicht irgendein Richter, sondern es ist Allah jalla fi'ala. Und dann subhanallah, wenn die Leute sehen, was Allah für die vorbereitet hat im Jannah, ja, alle Leute werden sich wünschen, zurückzukehren im diesseitigen Leben. Und sie werden sich wünschen, mit Scheren stückchenweise geschnitten zu werden. Weil sie das gesehen haben. Man sagt für diese Leute, Allah hat vorbereitet Häuser. Sie fliegen zu diesen Häusern, wie die Vögel zu deren Nest fliegen. Für die Paradiesbewohner, also für die Muslimin, die heute geduldig sind. Und sagt der Muslim, Rasulullah sagt, ich bewundere die Lage des Gläubigen. Egal was ihm zustoßt, ist gut für ihn. Und das nur für den Muslim. Nur, sagt Rasulullah. Sagt, wenn ihm Gutes zustoßt, er ist dankbar. Beispiel, wenn Allah einen von euch, er ist 8 Jahre lang sucht er eine Frau, der Arme, und sucht eine Wohnung, und er ist kaputt, der kann nicht mehr. Plötzlich Allah schenkt ihm eine Wohnung, eine Frau, die seiner Vorstellung, Alhamdulillah, sagt man das, entspricht. Und dann, subhanallah, er wirft sich nieder. Ein Dankbarkeits-Sujud, er wirft sich nieder zu Allah und weint dabei und dankt Allah. Und dann, was macht er? Wie danke ich Allah weiter mit meinem Herzen? Ich weiß, dass das von Allah ist. Und dann die beste Art zu danken, ich bleibe standhaft und versuche, mich an die Gebote zu halten, das, was Allah verboten hat, mich davon fernzuhalten, das ist eine Dankbarkeit. Und das, was Allah mir gegeben hat, dieses Haus, mache ich daraus eine kleine Moschee, wo ich meine Kinder und meine Frau erziehen kann. Und da zeige ich, ja Rabbi, ich lebe nach deinem Gesetz in diesem Haus, weil du mir dieses Haus gegeben hast. Und diese Frau bewahre ich, ja Allah, weil du sie mir gegeben hast. Wenn Allah einer von euch so viel Geld gibt und beginnt damit Haram zu machen, ist er dankbar, er ist undankbar. Sondern er macht, A'udhu billahi, Allah wird sauer auf ihm. Aber der Geld nimmt von Allah, nachdem er arm war, dieser Mann und geht mal verrichtet die Pilgerfahrt und spendet fi sabilillah, subhanallah,
Dieserjenige bekommt, bi'idhnillah, er ist dankbar und wird Allah sogar dankbar zu ihm sein am Tag der Auferstehung. Und sagt, wenn ihm etwas Schlechtes zustoßt, er ist geduldig. Er ist geduldig. Sabr. Ja? Weil Allah, guck mal, eine Sache habe ich gesagt, wir müssen lernen, uns zu ergeben. Wir müssen lernen, uns zu ergeben. Denn alles, was geschieht, ist vorbestimmt. Und ob wir zornig sind oder zufrieden sind, das, was vorher bestimmt ist, wird weitergehen, wird passieren, ob du willst oder nicht. Also ich profitiere von dieser Prüfung wieder, indem ich geduldig bleibe. Dann wird diese Prüfung vorbeigehen und ich habe, alhamdulillah, eine Beute daraus, einen Gewinn daraus, dass Allah subhanahu mich belohnt für diese Prüfung, yawm al-qiyamah. Geduld ist ein Weg ins Paradies, ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Und Geduld ist keine einfache Sache im Islam. Es sind drei Buchstaben im Arabisch, Sabr, Sad, Ba und Ra. Und das sind aber trotzdem eine der schwersten Eigenschaften im Islam. Also das ist der Kopf, was sagen wir so, der Kopf des Glaubens. Das heißt, wenn ein Körper ohne Kopf, gibt es kein Leben. Und ein Kopf ohne Körper gibt es auch kein Leben. Also Iman und Geduld müssen immer zusammen geführt werden, bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Es gibt drei Arten von Sabr, drei Arten von Geduld. Man nennt das Sabr ala al-ta'at, was Sabr ala al-ma'siyah, was Sabr ala al-bala'. Und also geht es Sabr gegenüber die Gehorsamkeiten, also die Pflichten, die Allah uns auch verlegt hat, weil die brauchen auch Geduld, die brauchen auch Anstrengung und Bemühungen. Es ist, ihr merkt selber manchmal, alhamdulillah, mit der Zeit, wenn man jahrelang betet, manchmal kommt eine Phase, wo man schwach ist. Und trotzdem, man muss geduldig sein und das ertragen, alhamdulillah, früh aufstehen, früh beten, nachts aufstehen und beten. Ramadan beispielsweise, wir wissen, Ramadan ist nicht so einfach für viele, aber trotzdem, man verzichtet auf sein Essen, man ist geduldig. In Ramadan lernt man auch die Geduld, alhamdulillah. Und es ist eine Phase, eine Periode, dieser Ramadan, wo man wirklich trainiert, diese Geduld. Alhamdulillah. Und man ist geduldig, sag ich mal, obwohl man Nafs sagt, nein, ich möchte essen, ich möchte trinken, ich möchte das und das machen, aber trotzdem wegen Allah subhanahu wa ta'ala verzichtet man darauf. Das ist, was Gehorsamkeiten betrifft, ja, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wie im Hajj beispielsweise Hitze. Ja, die Hitze dort in Mekka ist nicht so einfach, wie man denkt. Und die Menge da von Menschen, subhanallah, der Zahl ist ein paar Millionen, manchmal zwei, drei, vier Millionen sogar, mashallah. Und jeder schubst den anderen ab und zu, unbewusst natürlich, durch die Hitze noch dazu. Menschen sterben, Menschen, keine Ahnung, was passiert dort. Aber trotzdem, du bist geduldig, weil du weißt, die Belohnung ist sehr, sehr hoch dafür. Wir haben gestern gesagt, derjenige, der einen reinen Hajj verrichtet, er kehrt zurück wie neugeboren im Islam, alhamdulillah, ob er gerade vom Mutterleib rausgekommen ist. Und bei Ramadan haben wir gestern gesagt, derjenige, der Ramadan fastet, er macht das nur, weil er an Allah glaubt. Er weiß, dass es ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und er macht das, weil er mit der Belohnung rechnet, weil Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, wie sagt man das, vergibt all seine vorherigen Sünden, die kleinen Sünden natürlich und nicht die großen. Aber bei Hajj, alle Sünden werden vergeben. Alle die großen und die kleinen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wenn man keine Sünde begangen hat im Hajj. Das, was Ta'a betrifft, die Gehorsamkeit betrifft, in Ungehorsamkeiten, es ist klar und deutlich, du gehst auf der Straße, du bist nicht verheiratet, du siehst, weil halbnackte Frau, die dir gefällt, das Shaitan und dein Nafs, die rufen dich dazu, sie anzugucken, aber du weißt, Allah verbietet dir das. Und vielleicht die Frau guckt dich an und lächelt, sie führt dich, sie versucht dich zu verführen, vielleicht, um mit ihr Unzucht zu begehen, das, was sie befriedigt, aber das, was dich in Jahannam bringt, dein Nafs verlangt, und der Shaitan verlangt danach, aber das ist ein Kampf, und trotzdem, du bist geduldig, du senkst deine Blicke, und du sagst, ich mache das nicht wegen Allah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala wird zornig auf mich sein, das bringt mir nichts, ich werde in Jahannam fallen. Du lässt es wegen Allah subhanahu wa ta'ala, das ist auch eine Art Geduld. Das heißt, beispielsweise, du siehst Süßigkeiten vor dir, ja, und du hast Zahnschmerzen, ja, und du weißt, wenn du weiter Süßigkeiten isst, obwohl du diese Süßigkeiten über alles liebst. Aber trotzdem, du lässt es, du bist geduldig, nein, meine Zähne gehen noch mehr kaputt, also lasse ich das. Das ist eine gewisse Art von Geduld, aushalten, ertragen von Leid. Ja, ich sage mal einfach ein ganz einfaches Beispiel noch dazu mit der Torte, was sie schon mal gegeben haben. Eine schöne Torte, sieht cremig aus, mashallah, mit Schokolade und keine Ahnung, was noch ist. Besonders tunesische Torten schmecken sehr gut. Möge Allah uns eine geben demnächst, inshallah. Und subhanallah, weißt du, dann na, Creme und alles Mögliche da drauf. Und du siehst, aber einer kommt, ach, ich sag, das ist vergiftet. Du hast Hunger, du willst es essen, weil es schmeckt gut, du weißt, es ist süß, mashallah. Dein Nafs verlangt danach, aber du lässt es, weil es vergiftet ist. Weil du kannst diese Leid vom Gift nicht ertragen danach. Genauso, du lässt die Sünde, du erträgst, alhamdulillah, diesen Leid. Ich bin nicht verheiratet, trotzdem mache ich keinen Haram. Ich begehe keine Sünde. Ich bin lieber geduldig, bis Allah mir was gibt. Und wenn Allah mir nicht gibt, inshallah, ich werde in Jannah heiraten, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, eine Frau, eine Hur, die besser als alle Frauen von dieser Dunya. Ja? Also man macht das wegen Allah. Wie bei, ganz einfach Beispiel, die Geschichte von Yusuf, a.s. Er hat alle drei Arten von Geduld erlebt. Einmal als die Königin, erstmal am Anfang, als seine Geschwister ihn geprüft haben.
Sie haben ihn, A'udhu Billah, im Brunnen gelassen, dann kam mit dem Wolf, und die Geschichte kennt ihr alle. Wir haben ihn ganz klein allein gelassen in diesem Brunnen, A'udhu Billah. Er hat niemanden gehabt. Das ist eine Prüfung, aber er hat diese Prüfung ertragen. Und hat diese Leid ertragen, ganz allein. Das ist eine Sorte von Prüfung. Und diese Trennung von seinem Vater war auch nicht so einfach. Und dann erlebt die zweite Prüfung gegenüber die Ungehorsamkeit, A'udhu Billah, als die Frau ihn zur Unzucht eingeladen hat, A'udhu Billah. Sie versuchte ihn zu verführen, weil er sehr hübsch war, aber trotzdem hat sie gesagt, lieber gehe ich in den Knast, als mit dir Unzucht zu begehen. Ja, das zweite. Und die dritte Art, er war geduldig im Knast. Weil das ist eine Prüfung, er war trotzdem geduldig. Was passierte danach? Er wurde zum König von Ägypten. Die Ulema sagen, nach Geduld, Allah erhöht deine Stufe im diesseitigen Leben vor dem Jenseits, vom Jenseits. Das heißt, hier wird deine Stufe erhöht, Allah macht dich zum Führer, Allah macht dich zum König, wie Sayyidina Yusuf alayhi salam. Ja? Und subhanallah, wie gesagt, danach wird man im Paradies die höchste Stufe erreichen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, indem man im Paradies hineingehen wird, ohne Abrechnung bei Allah, jalla fi'ala shafa, dass man das verstanden hat ungefähr. Ja? Allah spricht im Koran, und bestimmt werden wir euch prüfen, mit etwas Angst, also Allah spricht, und bestimmt werden wir euch prüfen mit etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Seelen und Früchten, doch verkünde frohe Botschaft den Geduldigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah spricht, den Geduldigen, Standhaften wird wahrlich ihr Lohn gegeben, ohne zu rechnen. Das haben wir vorhin gesagt, diese Menschen, die geduldig sind, wenn sie geprüft sind, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie ins Paradies reinlassen, ohne sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und wir werden euch ganz gewiss so lange prüfen, bis wir die kenntlich machen, die sich unter euch mit aller Kraft für unsere Sache einsetzen und standhaft sind. Diese Prüfung manchmal ist nicht so einfach. Manchmal prüft Allah, um zu gucken, wer geduldig ist, wer wahrhaftig ist, wer aufrichtig ist und wer ist ein Lügner. Unter den Muslimen gibt es leider viele Lügner, nas'alullah, viele Verräter, viele Lügner, die verkaufen deren Glauben für nichts, a'udhu billah. Für nichts. Ja, für ein paar Euro, die sie bekommen vom Kuffar, verkaufen sie deren Glauben, a'udhu billah, nas'alullah, al-afu al-afi. Man muss sich in Acht nehmen. Allah prüft, besonders Allah, wie sagt man das, Allah durchsiebt, heißt es, ne? Durchsiebt. Durchsiebt, um zu gucken, um zu unterscheiden, das Gute vom Bösen. Die wahren Gläubigen von den Lügnern, a'udhu billah. Und das geschieht heute bei uns, in dieser Umma. Das geschieht viel, a'udhu billah. Und viele fallen und halten nicht aus, diese Prüfung. Möge Allah uns standhaft machen, inshallah. Anas radiallahu anhu berichtet, er habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass Allah der Erhabene gesagt hat, wenn ich einen meiner Diener plage, ungefähr indem er seine beiden teuersten, hier ist gemeint, sind seine Augen, verliert, so gewähre ich ihm das Paradies als Ersatz. Derjenige, dessen Augen verliert, im diesseitigen Leben, er wird blind, er konnte sehen, aber er wird blind, Allah hat ihn geprüft, die zwei teuersten, das heißt, wenn du sie verlierst, kannst du nichts mehr sehen. Nur Dunkelheit, a'udhu billah, Finsternis. Und trotzdem, du bist geduldig, weil du weißt, Allah prüft dich. Und wir haben gesagt, je höher die Prüfung ist, je stärker die Prüfung ist, desto höher und stärker, größer die Belohnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt Allah, so gewähre ich ihm das Paradies als Ersatz. Für diese Prüfung erwartet dich das Paradies. Wir haben vorhin gesagt, Geduld ist ein Weg ins Paradies. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu und Abu Huraira radiyallahu anhu überliefern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, für jede Sorge, Krankheit, Leid, Bekümmernis, Verletzung oder Gramm, sagt, Gramm heißt es, ne? Gramm, also nicht Kilo, sondern Gramm. Also ungefähr so, Verletzung oder Gramm, die einen Muslim plagt, sogar für den Stich, sagt Rasulullah, Dornstich, eines Dornes, nimmt Allah etwas von seinen Sünden fort. Allah subhanahu wa ta'ala, sogar ein Dornstich. Manchmal du bist unterwegs und merkst, irgendwas hat dich gestochen, oder vielleicht ein Messerstich, subhanallah, oder mit dem Nadel, während die Frau näht, mashallah, plötzlich ein Nadel. Dieser Stich ist nicht umsonst, sondern das ist eine Sünde weniger. Eine Sünde wurde, hat Allah subhanahu wa ta'ala aus deiner Akte gelöscht, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Anas radiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah einer seiner Diener begünstigen will, so lässt er ihn im Diesseits leiden. Wenn er ihn nicht begünstigen will, so bestraft er ihn überhaupt nicht im diesseitigen Leben. Bis zum Tag des Gerichts. Er sallallahu alaihi wasallam sagte auch, die Höhe der Belohnung entspricht dem Umgang des Leidens. Und wenn Allah, der Erhabene, ein Volk liebt, so prüft er es. Ist der Mensch damit zufrieden, so genießt er Allahs Wohlgefallen. Grollt er deswegen, so verdient er sein Groll, wal'iyadu billah. Ein Rawah al-Tirmidhi, überliefert von Tirmidhi, ist ein guter Hadith. Ich wiederhole diesen Hadith. Anas radiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah einer seiner Diener begünstigen will, so lässt er ihn im Diesseits leiden.
Wenn er ihn nicht begünstigen will, so bestraft er ihn überhaupt nicht. Bis zum Tag des Gerichts. Er sallallahu alaihi wasallam sagte auch, die Höhe der Belohnung entspricht dem Umfang des Leidens. Und wenn Allah, der Erhabene, ein Volk liebt, so prüft er es. Ist der Mensch damit zufrieden, so genießt er Allahs Wohlgefallen. Grollt er deswegen, so verdient er seine Groll. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Deswegen hier, die Geduld ist ein Weg zum Paradies. Ein anderer Hadith von Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Er sagte, er fragte den Gesandten Allah, welche sind die meistgeprüften Menschen bei Allah? Dann sagte der Rasul, al-Anbiya, die Propheten zuerst. Ja, weil Allah liebt die Propheten am meisten. Thumma al-Salihun, thumma al-Amthalu bil-Amthal. Al-Salihun sind die Frommen, die Tugendhaften. Dann die Tugendhaften ähnlich sind. Ja, dann sie kommen in der nächsten Reihe, weil Allah sie auch liebt. Thumma al-Amthalu bil-Amthal. فَإِذَا كَانَ فِي الرَّجُلِ صَلَابَةٌ فِي دِينِ أَوْ قُوَّةٌ فِي دِينِ شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَلَى. Wenn dieser Diener Allah stark im Glauben ist, fest im Glauben ist, was macht Allah? Allah schickt auf ihm eine harte Prüfung. Allah macht die Prüfung noch härter, weil er sieht, er ist stark. Denn die Prüfung wird gesendet, ist abhängig, sage ich mal so, die Stärke der Prüfung ist abhängig von deinem Glauben, von deinem Iman. Je stärker dein Iman ist, Allah guckt sowieso in unsere Herzen hinein. Und sieht, der hat starken Glauben, Allah schickt eine Prüfung auf ihn, die härter ist. Und dann sagt, wenn der Mann aber schwach im Glauben ist, er ist weich, er ist schwach im Glauben, Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert die Prüfung. Also Allah schickt eine einfache Prüfung. Am Ende sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt, und der Mu'min oder die Mu'mina, also der Mann oder Frau im Islam, der Gläubige oder die Frau, die glaubt, sie werden so lange geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala, bis sie auf diese Erde gehen und keine einzige Sünde haben. Keine einzige Sünde. Wenn Allah jemand liebt, wie vorhin gesehen habe, dass wenn jemand beispielsweise ein Muslim ist und betet und fast, aber macht Sünden der Arme. Jeder von uns macht Fehler. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, alle Söhne Adam machen Fehler. Und die Besten unter denen sind die, die immer zurückkehren, reumütig zurückkehren. Wenn er Fehler gemacht hat, zeigt Reue. Das sind die Besten unter denen, die Fehler machen. Sagt beispielsweise, du machst Sünden, du machst Fehler, ja? Und du betest, Alhamdulillah, aber du hast beispielsweise vergangene Sünden. Du lebst so lange, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht geprüft. Das heißt, er hat dich also nicht bestraft. Deswegen. Aber kurz vorm Sterben, ein Beweis, dass Allah jemand liebt, wenn dein Todesfrist nah ist, was macht Allah? Allah sendet jetzt Krankheiten auf dich. Allah sendet Krankheiten ununterbrochen auf dich. Allah sendet Prüfungen. Allah sendet Leid auf dich. Und was macht Allah? Allah verringert deinen Unterhalt. Extra. Das heißt tropfenweise sogar. Du bekommst deinen Rizq sehr schwer. Deine Versorgung wird sehr schwer, sehr eng werden. Warum? Damit du deinem diesseitigen Leben deine Strafe bezahlst für deine vergangenen Sünden. Warum? Damit, wenn du zu Allah zurückkehrst, Allah hat kein Argument mehr gegen dich. Guck mal, wie barmherzig dieser Rabb ist. Das ist nur für den Muslim, der geliebt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, und für die Muslime genauso. Aber wenn Allah jemand hasst in dieser Dunya, was macht Allah? Dieser Mann macht, was er will. Oder diese Frau. Kurz vorm Sterben, und beispielsweise dieser Kafir, Ungläubige oder ungehorsam Muslim, macht, was er will. Er betet nicht, er fastet nicht, er glaubt nicht an Allah, a'udhu billah. Ja? Aber er macht gute Taten. Und Allah ist gerecht. Allah belohnt auch die Ungläubigen für deren guten Taten. Wie denn? Indem Allah subhanahu denen im diesseitigen Leben noch mehr Ruhm schenkt. Noch mehr hoher Rang im diesseitigen Leben. Reichtum, Königreich. Und kurz vorm Sterben, Allah befreit sie von vom Leid, befreit sie von Krankheiten. Er prüft sie nicht mehr. Sogar am Ende, Allah, wenn eine gute Tat noch übrig geblieben ist, Allah erleichtert ihm sogar den Tod. Er hat einen leichten Tod, ganz einfachen Tod. Warum? Damit hat er die Belohnung bekommen für die letzte Tat, die übrig geblieben ist, die gute Tat, die er gemacht hat. Dann kehrt er zurück zu Allah und er hat kein Argument bei Allah subhanahu wa ta'ala. Andersrum als der Muslim. Der Muslim wird gequält, beim Sterben hart. Er sieht ja diese Schweißtropfen. Sagt sogar die letzte Sünde, ein Zeichen vom guten Abgang bei einem Muslim, ist, wenn er schwitzt beim Sterben. Das ist Beweis für die Härte der Trunkenheit des Todes. Die letzten Schweißtropfen, was passiert? Das heißt, die letzten Sünden hat er hier gelassen. Ein Sahaba sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dies ist ein guter Zeichen, ein guter Abgang bei einem Mann, den er gesehen hat. Schwitzen ist ein Merkmal, ein Zeichen für einen guten Abgang. Das heißt, wenn Allah jemanden liebt, bestraft ihn im Dunya, wie ein Sahabi kam zu Rasul Sallam mit blutendem Gesicht. Sagt Rasul Sallam, was ist mit dir passiert? Sagt, du Gesandter Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sagt, ich habe eine schöne Frau gesehen, ich habe mich die ganze Zeit zu ihr so umgedreht. Sie hat mir gefallen. Ich habe sie die ganze Zeit gefolgt mit meinen Augen. Sagt, plötzlich, als ich fertig war, ich drehe mich um, klatsch gegen die Wand. Sagt, dann habe ich gedacht. Rasul Sallam lächelt, sagt, sei froh, wenn Allah jemanden liebt. Allah eilt ihm die Strafe im diesseitigen Leben. Das heißt, hätte Allah dich dafür nicht bestraft, vielleicht hätte die Strafe dich erwartet im Jenseits.
Und ich trafe ihn vom Jenseits, kann man nicht vergleichen mit dem, was alles hier passiert. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah standhaft machen. Und wir bitten Allah, dass er uns nicht mit dem prüft, was wir nicht aushalten können. Weg Nummer 10 ins Paradies, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ist die Glaubensbekenntnis La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aber er ist es La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keine Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi ula. Anas berichtete radiyallahu an, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte zu Mu'ad radiyallahu an, wer immer Allah begegnet, ohne ihm etwas zur Seite gesellt zu haben. Also das ist das Wichtigste. Er glaubt an Allah, ja, und gesellt Allah nicht an seiner Seite. Ohne Schirk. Ja, er glaubt an Allah. Sagt, wer immer Allah begegnet, ohne ihm etwas zur Seite gesellt zu haben, geht ins Paradies ein, sagt der Prophet Muhammad. Mu'ad sagte, soll ich dies nicht den Menschen kundtun, ja Rasulallah, damit sie sich freuen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, nein. Denn ich fürchte, sie würden sich dann uneifrig darauf verlassen. Das heißt, sie hören, sie sind jetzt am Handeln, sie wissen das nicht. Das heißt, sie wissen, sie glauben, sie müssen handeln. Und genauso gilt das für uns. Nicht, dass man sich falsch verlässt auf diese Aussage von Rasulallah. Sag, okay, ich sage La ilaha illallah, ich stelle Allah nicht an seiner Seite, fertig aus, ich bin im Jannah. Das stimmt auch. Aber trotzdem, der wahre Mu'min ist dankbar dafür. Indem er weiter handelt, weiter gut tut, damit er die höchste Stufe erreicht im Jannah. Denn das ist dein ewiges Zuhause. Sonst, wenn du die Unterstufe bekommst, du willst gerne zurück, damit du eine bessere Stufe bekommst. Die oberen dürfen nach unten, aber die unteren dürfen nicht nach oben im Paradies. Aber trotzdem, La ilaha illallah, ohne Allah etwas an seine Seite zu stellen, subhanahu wa ta'ala, und du bezeugst, Allah hat keinen Teilhaber, jalla fi'ala, an seiner Seite, bi'idhnillahi subhanahu, diese La ilaha illallah ist ein Schlüssel fürs Paradies, ist ein Weg ins Paradies. Anas ibn Malik radiyallahu anhu berichtete, einmal saß Mu'ad hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Friede auf ihm, und auf einem Reittier. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, O Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad antwortete, da bin ich, O Gesandter Allahs. Ich stehe zu deinem gefälligen Verfügung, sagte er. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und wiederholte dies dreimal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, es gibt keinen, der aus seinem Herzen aufrichtig bezeugt, das Wort aufrichtig bezeugt, dass kein Gott da ist außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, ohne dass ihm Allah das Höllenfeuer verwehrt. Mu'ad radiyallahu anhu sagte, O Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, soll ich dies nicht den Menschen kundtun, damit sie sich freuen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, dann werden sie gleichgültig sein. Das heißt, dann werden sie gleichgültig sein. So berichtete Mu'ad erst von diesem Hadith, als er im Sterben lag, da er fürchtete, eine Sünde begangen zu haben. Weil wenn jemand ein Wissen versteckt für sich und nicht weitergibt, das heißt, es ist eine Sünde. Mu'ad radiyallahu anhu hat das erst getan beim Sterben. Er hatte Angst, dass die Leute sich darauf verlassen und machen, was sie wollen. Ja, wir sind Muslimin, wir glauben und fertig. Ja? Versteht? Aber erst als er am Sterben lag, er hatte Angst, dass Allah ihn nach diesem Hadith fragt, weil das nicht, wie sagt man, das nicht weitergegeben hat, nicht die Leute darüber berichtet hat. Und natürlich im Islam ist es wichtig, wie Geld, liebe Brüder. Wenn du Geld zu Hause hast, du hast gespart, Tausende von Euros, mashallah, und du musst natürlich diese Zakat von diesem Geld rausgeben. Wie sagt man das, Zakat, die Abgabe von diesem Geld entrichten. Ja, damit reinigst du auch dein Geld, a'udhu billah. Genauso ist beim Wissen. Das Wissen ist genau wie das Geld, also du musst das, die Abgabe vom Wissen entrichten, indem du das Wissen weitergibst und nicht für dich behältst. Und vom Geld, was du hast, du spendest auch. Also musst du von diesem Wissen auch spenden, in dem Sinn, indem du das Wissen weitergibst und nicht für dich behältst. Sei nicht egoistisch. Denn es gibt Menschen, die wissen nichts vom Islam. Es gibt Muslimen, die wissen nichts vom Islam. Es gibt Leute, die können noch nicht mehr La ilaha illallah sagen. Wallahi Muslimin, Kinder von Muslimin, sie können nicht La ilaha illallah sagen. Bismillah wissen sie noch nicht mal. Bismillah beim Essen wissen sie noch nicht mal. Also wir sind verpflichtet, das, was wir wissen, weiterzugeben. Aber nur das Gute weitergeben, das, was nicht richtig ist, was nicht stimmt. Das, was Rasulullah s.a.w. nicht gesagt hat, geben wir nicht weiter. Das, wo wir sicher sind, ist eine Lüge, das geben wir auch nicht weiter. Denn wenn wir lügen über Rasulullah s.a.w., es erwartet uns unser Platz sicher in Jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Also wer bezeugt, dass es kein Gott außer Allah gibt, das Paradies wird ihm zur Pflicht gemacht, also wird ihm gewährt, also ungefähr gewährt,
also der wird auch in anderen Versionen sagt, er wird ins Paradies eintreten, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und der Schlüssel vom Paradies ist La ilaha illallah. Und ich werde kurz etwas über La ilaha illallah sagen, inshallah, was ich schon mal, glaube ich, vor einem Jahr vielleicht gesagt habe. Um nur kurz zu erinnern, wie wichtig diese La ilaha illallah ist in unserem Leben, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, La ilaha illallah ist das Schwerste in der Waagschale. Und ich gebe einen Beweis dafür, als der Hadith, wenn ein Mann kommt, yawm al-Qiyamah, dieser Mann hat 99 Akten. 99 Akten, eine einzige Akte ist so groß, so weit das Auge sehen kann. So groß, so weit das Auge sehen kann. 99 Bücher. Und alle sind gefüllt, a'udhu billah, mit schlechten Taten. Voll mit Sünden. 99 Bücher oder Akten gefüllt mit Sünden, mit schlechten Taten. Und subhanallah, und so weit das Auge sehen kann, yawm al-Qiyam, so groß. Und er wird zur Rechenschaft gezogen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist gerecht. Deswegen gibt es yawm al-Qiyam diese Waagschale. Die Waage wird gestellt. Es gibt zwei verschiedene Waagschalen. Eins für das für die guten Taten, eins für die schlechten Taten. Also natürlich die schlechten Taten, diese 99 Bücher werden auf eine Waagschale gestellt. Und die wird erschwert, a'udhu billah. Dieser Mann, er hat die Hoffnung verloren. Er wird ins Hell und Feuer gehen. Denn yawm al-Qiyam, du guckst nach rechts, du wirst deine Taten sehen. Du guckst nach links, du siehst deine Taten, deine eigenen Taten. Und du guckst nach vorne, vor dir ist das Höllenfeuer, wal'iyadu billah. Und du stehst vor Allah. Und die Waage wird gestellt. Mit deinen eigenen Augen, deine Taten sind ein Beweis dafür, dass du nicht lügen kannst. Damit du nicht lügst. Denn du kannst nicht lügen, yawm al-Qiyam, und sagst, Allah ist ungerecht. Hier, Abdi, das, was du mit eigener Hand getan hast, jetzt wird das gewogen vor deinen Augen. Und dann, a'udhu billah, der Mann gibt auf. Und dann kommt, Allah gibt das Befehl, ein Engel soll einen Ausweis, so ein kleiner Bitaq, einen kleinen Ausweis, wird auf der rechten Waagschale hingestellt. Der vergleicht diese 99 Bücher mit einer, diese kleine Karte. Aber als man diese kleine Karte, kleine Ausweis auf diesen rechten Waagschale drauf getan hat, subhanallah, 99 Bücher sind verflogen. Die haben ein Gewicht verloren. Das heißt, diese rechte Waagschale, wo dieser kleine Ausweis ist, hat mehr gewogen als diese 99 Bücher. Voller Sünden. Und soweit das Auge sehen kann, yawm al-Qiyamah, subhanallah, am Tag der Auferstehung. Dann dieser Mann heute, was ist das, ja Allah? Sagt, dies ist das Glaubensbekenntnis, es gibt kein Gott außer Allah. Shahadatu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Weil la ilaha illallah ist der Grund, warum das ganze Universum existiert. Ist der Grund, warum Allah das Paradies und die Hölle erschaffen hat. Ist der Grund, warum diese Welt existiert. Ist der Grund, warum wir existieren. Ist der Grund, warum yawm al-Qiyamah die Menschheit in Jahannam fallen werden. Und warum die anderen ins Paradies gehen werden. La ilaha illallah. Wenn es keinen mehr gibt auf dieser Erde, ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt Allah, Allah, nicht La ilaha illallah. Wenn es keinen mehr gibt auf dieser Erde, der sagt Allah, Allah. Allah vernichtet dieses Universum. Allah vernichtet dieses Universum. Wenn es keinen mehr gibt, der glaubt an Allah, dieser Dunya, das heißt, niemand mehr darf existieren. Das ist ein Gesetz von Allah und kann keiner ändern, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Also, La ilaha illallah ist das Schwerste in der Waagschale. Die wahrhaftigste Lehre und die schönsten Worte, die beste Überlieferung, die glorreichste gute Tat, wenn der Diener Allahs diese Worte ausspricht auf Erden, er sagt, La ilaha illallah, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen, es gibt keinen Gott außer mir. Ist das La ilaha illallah ist das Versprechen, welches Allah von seinen Geschöpfen erhalten hat. Alles wir vorher, bevor wir erschaffen wurden, wir waren Form von Atom, Dharra. Allah, das steht im Koran, wir waren anwesend und die Malaika waren anwesend. Allah sagt, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Alle sagten, die Menschen haben gesagt, Bala, du bist unser Herr. Ja Rabbi, du bist unser Herr. Und die Malaika sagen, und wir haben bezeugt, ja Allah. Wir haben alle zugegeben, die Kuffar haben alle zugegeben, dieser Dimension, dass Allah der Einzige ist, dass Allah der Eine ist, Jalla fi'ula. Alle haben zugegeben, aber heute leugnen sie die Wahrheit. Und Allah wird sie erinnern, yawm al-Qiyamah, an dieser Tat. An diesen Tagen, an dem sie zugegeben haben. Aber die Leute leugnen Allah, a'udhu billah, der Schöpfer, Jalla fi'ula. Es ist das Wort, womit er seinen Propheten zu den Menschen gesandt hat, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ist die Aussprache der Bücher Allah. Weil der Koran und alle Bücher, der Sinn von diesen allen Büchern, die Allah subhanahu offenbart hat, er ruft alle Menschheit zu Tawhid, zu der Einheit Allah subhanahu. Dass sie glauben an einen einzigen Gott und das ist Allah. Mehr will Allah von dieser Menschheit nicht. Abdi, glaub an mir, mehr nicht. Und dafür bin ich dankbar, Abdi. Ich werde dich für die Ewigkeit ins Paradies bringen. Deine erste Zuhause, deine erste Heimat, wo du warst, wo dein Vater Adam a.s. war. Wir sind fremd in dieser Dunya. Wir werden gehen, wir werden sterben.
Und wir wollen alles zurück in unsere Heimat. Einer sagt, ich bin zurück nach Tunesien. Einer nach Marokko, ich vermisse Heimat und keine Ahnung, was ist. Aber subhanallah, unsere wahre Heimat ist Jannah. Und Adam, als er rausgeworfen wurde, hat erkannt, was für einen Verlust er erlitten hat. Und hat geweint, viel geweint, bis Allah subhanallah seine Reue akzeptiert. Er sagt, ja Adam, du wirst so lange bleiben in dieser Dunya. Und ich werde euch prüfen, ja Adam. Und dann, wenn ihr standhaft seid und gute Menschen seid und folgt meiner Befehle, ich werde dich ins Paradies wieder zurückbringen. Adam hat sich daran gehalten. Und so müssen wir auch an diese Gebote halten und uns von dem fernhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das Beste, was wir tun können in diesem Leben, dass wir glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Fest daran glauben, es gibt keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ihn dienen, ihn fürchten, ihn lieben, jalla fi'ula, bis wir ihn treffen, subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah finden die Märkte des Paradies und Hölle statt. Wegen La ilaha illallah wurde die Brücke gestreckt, dieses Sirat. Wegen La ilaha illallah werden die Bücher fliegen, yawm al-qiyam. Manche werden die Bücher mit der rechten bekommen, manche mit der linken, a'udhu billah. Die mit der linken bekommen, werden ins Höllenfeuer gehen. Und die mit dem rechten bekommen, sie werden ins Paradies gehen und die sind die Erfolgreichen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah wurden die Wagen aufgestellt, yawm al-qiyam, und die Waagschalen aufgestellt. Wegen La ilaha illallah flogen die Köpfe der Helden dieser Ummah, Sahaba radiyallahu anhum. Wegen La ilaha illallah genossen sie den Tod. Wegen La ilaha illallah starben die Seelen der Märtyrer fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah überwiegt die Himmel und Erden. Musa alayhi salam sagt, Ya Rabb, lehre mir ein Bittgebet extra für mich. Allah sagt, ja Musa, sprich, es gibt kein Gott außer Allah. Sag La ilaha illallah, ja Musa. Musa sagt, ja Rabbi, viele sagen La ilaha illallah. Alle sagen das. Ich bräuchte etwas für mich allein, ja Rabbi, privat, damit ich dich damit lobpreisen kann. Allah sagt, ja Musa, sprich, La ilaha illallah. Musa wiederholt das dreimal, bis Allah sagt, ja Musa, wenn die sieben Himmel und sieben Erden und alles, was in den Himmel sich befindet und alles, was in der Erde ist oder auf dieser Erde ist, auf einer Waagschale wären und La ilaha illallah, La ilaha illallah, auf einer Waagschale wäre, La ilaha illallah, wird sie überwiegen, wird mehr wiegen als diese Himmel und Erden. Warum? Weil alles wurde wegen La ilaha illallah erschaffen. Das ist der einzige Grund, warum die Menschheit existiert. Wegen La ilaha illallah wurden die Seelen der Märtyrer als Brautgabe gegeben. Wegen La ilaha illallah, wenn La ilaha illallah in einer Eisenkette wäre oder jemand in dieser Eisenkette gefangen gehalten wird und er spricht dieses Wort tief da drin, La ilaha illallah wird diese Kette zerreißen. La ilaha illallah wird sie komplett vernichten. So stark ist La ilaha illallah. Sogar eine andere Überlieferung, wenn die sieben Himmel und Erden aus Eisen wären, dann wird La ilaha illallah steigt hoch, La ilaha illallah wird sie durch zwei zerreißen. La ilaha illallah wird durch zwei zerreißen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Wenn La ilaha illallah in einen glatten Stein eindringt, wird dieser gesprengt. Wenn La ilaha illallah auf einen Berg gesandt wird, wird dieser Berg zerrissen. La ilaha illallah ist das Beste, was die Lebendigen sagen. Und das Beste, was die Toten mit sich genommen haben. Denn wir wissen ganz genau, wenn wir geboren sind, was machen wir in unseren Ohren? Man macht Adhan, man ruft zum Gebet. Das Erste, was du hörst, den Namen Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und in diesem Adhan hörst du La ilaha illallah. Es gibt kein Gott außer Allah. Und am Ende, wenn du stirbst, das Letzte, was du sagst, ist La ilaha illallah, wenn du Mu'min bist. Und achtet auf diese frohe Botschaft von Rasulullah s.a.w. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya La ilaha illallah dakhala al-jannah. Derjenige, der aus diesem der das Leben verlässt und das letzte Wort, was er gesagt hat in diesem Leben, es gibt kein Gott außer Allah, La ilaha illallah, er tritt ins Paradies ein. Also das Beste, was du mit dir nimmst von dieser Dunya, nicht Geld, denn das wirst du nicht mitnehmen. Nicht deine Frau, denn deine Frau nimmst du auch nicht mit. Nicht deine Kinder, die nimmst du auch nicht mit. Nichts nimmst du mit von dieser Dunya. Aber das Einzige, was dir nutzt, was dir, also wie sagt man, das, dir einen Gewinn bringt, ja um al-Qiyamah, ist, dass du beim Sterben sagst, La ilaha illallah. Aber dafür muss man was tun. Denn unsere Herzen werden sprechen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wenn wir am Sterben liegen. Deswegen das Beste, was die Toten mit sich genommen haben, ist, La ilaha illallah. Wer diese Worte wahrhaftig spricht, wird gerettet, wird Erfolg haben und Glückseligkeit haben für die Ewigkeit. Pharaon Aduallah hat diese Worte nicht verstanden. Er leugnete, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Aus diesem Grund wurde seine Nase in den Meereslehm gesteckt. Allah hat ihn erniedrigt, subhanahu wa ta'ala. Qarun, der Cousin von Musa alayhi salam, leugnete auch die Wahrheit und leugnete, dass alles, was er hat von Allah subhanahu wa ta'ala, deshalb ließ Allah die Erde ihn verschlingen. La ilaha illallah ist der Anfang und das Ende. Ist der Anfang und das Ende. La ilaha illallah ist der Kopf aller Dinge. Ist die Geschichte des Lebens. La ilaha illallah besitzt im gläubigen Herzen Würde. Besitzt im gläubigen Seelen Ehre. Durch La ilaha illallah
öffnen sich die Toren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah werden die Sünden vergeben. La ilaha illallah erweicht die Herzen. La ilaha illallah ist die Fürsprache für den Gläubigen. Wir haben vorhin gesehen, wegen La ilaha illallah, alle Sünden sind vergeben. Und wenn der Diener Allah auf Erden sagt, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, diese La ilaha illallah steigt hoch zu Allah subhanahu wa ta'ala, drängt durch sieben Himmel, bis sie Allah erreicht, Jalla fi'ula, und sie sagt, Ja Rabb, sie ist unruhig, sie verteidigt dich bei Allah subhanahu wa ta'ala, Ja Allah, vergib diesen Diener, der diesen Wort ausgesprochen hat. Vergib ihn, Ja Rabbi, seine Sünden. Allah sagt zu ihr, Ruhe, sei ruhig, denn ich habe dich aus seinem Mund rausgelassen, nur weil ich ihn schon vergeben habe. Nur weil ich ihn schon seine Sünden vergeben habe. Denn La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala, sprich für uns bi idhnillahi jalla fi'ula, bei Allah jalla fi'ula, subhanahu. La ilaha illallah, verteidigt, der sie ausspricht, das haben wir gerade gesagt. La ilaha illallah ist der feste, zuverlässige Halt. La ilaha illallah ist die hohe Stufe. Und das edelste Wort ist, La ilaha illallah ist die heilende und die genügende. Alles fängt mit La ilaha illallah an. Und endet damit. Wegen La ilaha illallah wurde Yahya a.s. ermordet. Wegen La ilaha illallah wurde Zakaria a.s. getötet. Wegen La ilaha illallah wurde das Feuer für Ibrahim a.s. gezündet. Nur weil er bezeugte, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah wurde Musa bekämpft. Musaylam al-Kadhab. Das ist dieser Mann, der hat gesagt, ich bin auch ein Prophet. Musaylam, dieser Lügner, a'udhu billah. Er leugnet dieses Wort, deswegen wurde er der Lügner genannt. La ilaha illallah ist das dementierende und das bestätigende Wort. La ilaha illallah dementiert und verneint jedes Gleichnis, jede Art von Teilhaberschaft, Götzen oder Gleichgestelltes, a'udhu billah, bestätigt die göttliche Macht, die Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala, des Schöpfers, die Wahrheit, der ewig Lebende, der in sich selbst Seiende und bestätigt die Anbetung, die Anbetungswürdigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, seine Erhabenheit, seine Einzigartigkeit subhanahu wa ta'ala und seine Vollkommenheit, seine Schönheit und seine Majestätigkeit. La ilaha illallah beseitigt unsere Kummer und Sorgen und stellt Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden und macht den Teufel unzufrieden, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das wollte ich nur kurz erwähnen, damit wir wissen, was ein Geschenk Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Wir haben nie eine Bewerbung geschrieben. Wir haben nie Allah darum gebeten, dass er uns Muslimin macht. Dass er uns dieses Wort schenkt. Denn Allah schenkt dieses Wort nur die, die er liebt. Und besonders Allah liebt diejenigen, wir werden sie erkennen, die Menschen, die Allah besonders liebt, sind die, die beim Sterben liegen und Allah ermöglicht denen, La ilaha illallah zu sagen. Das sind die Erfolgreichen, das sind die, die am meisten geliebt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah liebt dich, er schenkt dir La ilaha illallah. Aber Allah sieht, er hat ein wertvolles Geschenk gegeben. Das Wertvollste in dieser Welt. Aber du gehst damit komisch um, Allah nimmt es von dir weg. Allah nimmt es dir weg und kann sein, du kriegst es nicht mehr zurück und du stirbst alles kafir. Und dann wirst du erkennen den wahren Verlust, die wahre Udub der Strafe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so, dass Allah yawm al-Qiyamah einen Ungläubigen rausholt von Jahannam, sag Abdi, also holt er nicht ganz raus, er fragt ihn, sag Abdi, wenn du die ganze Erde besitzen würdest, alles besitzen würdest, aus Gold, wärst du bereit, das aufzuopfern, damit du da rauskommst? Er sagt, ja Rabbi, ich bin bereit jetzt. Allah sagt, ich habe im diesseitigen Leben von dir viel weniger als das verlangt. Viel weniger, dass du an mir glaubst und mir nichts beigesetzt. Dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und so haben wir gerade gesehen, das ist der Weg Nummer 10 ins Paradies, dass man bezeugt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, mit Aufrichtigkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns standhaft machen und möge Allah uns dieses Wort auch schenken beim Sterben, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Weg Nummer 11, Mayawm al-Qiyamah, man wird mit denen sein, die man liebt. Deswegen bitte ich jeden von uns hier, dass er sein Herz kontrolliert. Dass er sein Herz kontrolliert und guckt, wem er liebt in dieser Dunya. Wem liebst du wirklich? Wem liebst du mit deiner Zunge? Und wem liebst du mit deinem Herz? Und der Beweis, dass du jemanden liebst, dass du ihm folgst. Und Allah sagt im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah sagt zu Muhammad, sei ja Muhammad, sprich zu den Leuten, wenn ihr Allah wahrhaftig liebt, ihr behauptet, ihr liebt Allah, dann folgt mir. Der Beweis, dass du Allah liebst, folgt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Folgt mir. Dann was passiert? Dann wird Allah euch lieben und eure Sünden vergeben. Allah wird euch lieben und Sünden vergeben. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich liebe die Muslimin, ich liebe Allah, also ich muss es beweisen mit meinen Taten. Wem folge ich in meinem Leben? Nach welcher Art lebe ich? Nach Art von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam?
Welche Begierde habe ich? Ist meine Begierde, meine Wünsche gleich wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Sahaba? Oder sind das, a'udhu billah, wie die Bewohner des diesseitigen Lebens, den Allah nicht glauben? Oder vielleicht wie ein bestimmter Schauspieler, bestimmter Fußballer, bestimmter, keine Ahnung, Sänger oder so, a'udhu billah. Manche Leute erkennst du, dass sie bestimmt jemanden lieben, dass sie sich so verkleiden wie die. Sie verkleiden sich, manche Menschen, wallahi, ihr kennt diese Serien im Fernsehen, gab es sie damals, dieses Star Trek, oder wie heißen die, diese komische, a'udhu billah, Illusion, die sie da, a'udhu billah, machen. Es gibt Menschen in diesem Leben, sie ziehen sich genauso an draußen. Obwohl das nur ein Film ist, Schauspielerei und Lüge ist. Weil sie diese Filme lieben und die Personen lieben, kleiden sich genauso, obwohl es eine Lüge ist. Das beweist, dass sie betroffen sind von diesen Menschen und sie lieben sie. Also Yawm al-Qiyamah, sie werden mit ihnen zusammen sein. Es gibt Menschen, sie wollen wie Maradona aussehen, wie Maradona Fußball spielen. Manche Muslimin versuchen wie Ronaldinho auszusehen. Oder wie Van Damme oder Arnold oder keine Ahnung, wie die alle diese Schauspieler heißen. Die versuchen sich so anzuziehen wie sie, versuchen den gleichen Haarschnitt zu machen wie sie. Wenn das nicht ein Beweis ist, dass sie lieben, Yawm al-Qiyamah wirst du mit ihnen sein. Liebst du diese Sorte von Menschen, dann werd mit ihnen Yawm al-Qiyamah sein. Aber der Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, der Allah liebt und Sahaba liebt, er wird mit denen Yawm al-Qiyamah sein, auch wenn er nicht die gleichen Taten gemacht hat. Aber er versuchte den gleichen Weg zu gehen. Er versuchte diesen Weg zu gehen, Weg von Allah, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Sahaba. Warum? Weil das sind Menschen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden war. Wir haben den richtigen Weg gefolgt. Und im Koran lesen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, sag mal, zufrieden ist mit Sahaba radiallahu anhu. Deswegen, das ist der einzige Weg, den wir folgen müssen. Der Weg von Muhammad sallam. Und das ist ein Weg ins Paradies. Hier überliefert Anas radiallahu anhu. Ein Mann aus den Beduinen sagte, O Gesandter Allah, wann ist die Stunde? Währenddessen also war das die Gebetszeit, oder die Gebetszeiten, und trat die Gebetszeit auf, so betete der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nachdem er fertig war, sagte er, wo ist der Fragende nach der Stunde? Der Mann sagte, ich, o Gesandter Allah. Dann sagte Rasulullah sallam, o wehe dir, was hast du für die Stunde vorbereitet? Warum fragst du nach Yawm al-Qiyam? Warum fragst du nach diesem Tag? Was hast du für diesen Tag vorbereitet? Dann sagt dieser Mann, bei Allah, ich habe nicht viele Gebete oder Fasten vorbereitet, aber ich liebe Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Ich liebe Allah und seinen Gesandten, er hat nicht viel gebetet, er hat nicht viel gefastet, aber in seinem Herzen erträgt die Liebe für Rasulullah sallam und für Sahaba radiallahu anhu. Sagt, ja Rasulullah, ich habe nicht viel gebetet und ich habe nicht viel gefastet, aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du wirst mit denen sein, die du liebst, Yawm al-Qiyamah. Du wirst Yawm al-Qiyamah versammelt mit den Leuten, die du liebst. Er sagte, sie haben Sahaba, sie haben sich noch nie über eine Sache nach dem Islam gefreut, wie über diese Nachricht. Warum haben sich Sahaba gefreut? Weil sie wissen, sie lieben Allah und seinen Gesandten. Sie sind sich sicher, deswegen freuen sie sich. Und wir brauchen nicht zu sagen, warum Sahaba, welche Beweise haben sie, das Leben von denen, immer wenn du hast, Rasulullah ruft ein Sahabi, sag, wie abi anta wa ummi, ya Rasulullah. Ich opfere meine Eltern für dich auf, ya Rasulullah. Rasulullah Sayyidina Umar sagt, wallah, ich liebe dich mehr als mich selbst, ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sahaba, manchmal, wenn die Leute, fremde Menschen kamen, sie haben den Propheten Muhammad sallam nicht erkannt, weil sie alle gleich angezogen waren wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alle gleich, sie fragen, wo ist dieser Prophet? Sagen, das ist unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Alle gleich angezogen, weil sie lieben Rasul. Manche Sahabi sagt man, subhanallah, wie Salman al-Farsi, Ja'far ibn Abi Talib, subhanallah, sagt diese Leute manchmal, die sehen genauso aus wie Rasulullah, weil sie ihn lieben, weil sie mit ihm gelebt haben. Sie waren bereit, ihren Leben für ihn zu opfern. Wir haben gesehen, diese 7 Ansar, 2 Muhajirin und 5 Ansar, wo Rasul sagt, im Kampf von Uhud, wer hält sie von mir fern, hat das Paradies. Alle 5 sind gesprungen, alle 7. Und die haben mit dem Leben bezahlt für Rasulullah. Sogar, dass Rasulullah sagt, diese Leute, wären sie noch am Leben? Wir hätten deren Recht nicht geben können, aber deren Recht werden sie bekommen von Allah. Warum? Weil sie lieben Rasulullah. Ein anderer Mann, ein Bediente des Propheten, kam. Und Rasulullah sieht Sorgen in seinem Gesicht. Er schwert mit Sorgen, Problemen, Kummer. Dann sagt der Mann, kam so, er trägt so schwer seine Schritte nach vorne. Der Prophet sagt, was ist los mit dir? Sorgen, hat er kein Geld? Oder wegen Auto? Oder, ich weiß nicht, weil er einen Pickel bekommen hat, wie heute viele weinen, weil er einen Pickel hat. Wallah, es gibt solche Menschen. Wallah, es gibt solche Menschen. Oder meine Zähne sind nicht gerade. Oder mein Gewand gefällt mir, ich muss einen besseren kaufen. Oder weiß Allah, was, a'udhu billah, wie Dunya sorgen. Dann dieser Mann, subhanallah, sagt, ja, Rasulullah. Du bist der Gesandte Allah. Guck mal, das Wort.
Nicht heute, du bist der Präsident. Nein, du bist Rasulullah, der Gesandte Allah, der Liebling Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs Liebling und der beste Geschöpf bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne ihn wird das Paradies nicht geöffnet. Ohne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ridwan, der Bewacher vom Paradies, wird die Tür nicht öffnen. Dann klopft Rasulullah und sagt, wer bist du? Ana Muhammad ibn Abdullah. Sag, Wallahi, ich habe das Befehl bekommen, nur für dich die Tür zu öffnen. Sonst kommt keiner rein. Erst er kommt rein, der Erste, der das Paradies betritt, dann die anderen Propheten, dann Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann die anderen Nationen. Es ist Izzah für den Mu'min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu folgen, alayhi wasallam. Ja, Izzah. Dieser Mann sagt, du bist der Gesandte Allah, das heißt, er kennt den Wert und den Rang vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sag, ich bin ein Bedienter, Rasulullah. Ein einfacher Muslim. Sag, aber ich liebe dich, ja Rasulullah. Ich liebe dich, ja Rasulullah. Und du bist der Gesandte Allah und deine Stufe im Jannah ist hoch. Und ich habe Angst, nicht mit dir zusammen zu sein. Das ist die Sorge von diesem Mann. Er hat Angst, nicht mit Rasulullah im Jannah zu sein. Er hat Angst, Rasulullah im Jannah nicht zu sehen, weil er ihn liebt. Es ist schmerzhaft, wenn man A'udhu Billah Muhammad nicht sieht im Jannah. Es tut weh, wenn du unten bist und er ist hoch, alayhi salatu wasalam, mit seiner Gefährte. Heute unsere Sorgen, wie kann ich diese Frau bekommen? Wie kann ich diesen Mann bekommen? Wie kann ich ein Studium bekommen? Ein Zeugnis, das sind unsere Sorgen heute. Dann sind wir traurig, kaputt, fängt an Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken. Nur wegen, A'udhu Billah, vergängliche Trümmer vom diesseitigen Leben. Seine Sorge war, ja Rasulallah, ich möchte mit dir zusammen sein. Dann Rasulallah hat ihm die frohe Botschaft gesagt, Abshir, hab die frohe Botschaft. Was denn, ja Rasulallah? Der Mann wird mit denen sein, die er liebt, Yawm al-Qiyamah. Du wirst mit denen sein, die du liebst, sagt der Mann, plötzlich verschwand die ganze Sorge. Plötzlich ist er aufgewacht, sein Gesicht war am Strahlen wie Sonne, subhanallah. Warum? Weil dies war für ihn eine wahre frohe Botschaft. Eine wahre frohe Botschaft. Heute, wenn du kommst, ja, ich habe mein Abi nicht geschafft, ich habe das nicht gesehen, so traurig, kaputt, Sorgen, kann nicht mehr reden, ist nur noch am Schlafen, Fenster zu, alles dunkel, vorbei, aus. Nein, ja, was, wach auf! Solche Probleme sind vergänglich. Das wahre Problem, wenn du stirbst als Kafir, wenn du nicht vorbereitet bist für den Tod, wenn du nicht vorbereitet bist für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein wahrer Problem. Darüber macht dir Sorgen. Macht dir Sorgen über deine Sünden. Macht dir Sorgen, ob du Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebst und Sahaba oder liebst du die anderen, a'udhu billah. Dann sei sicher, Wallah, Wallahi al-Azim, wir werden mit denen sein, Yawm al-Qiyamah, die man liebt, die wir lieben. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka, arhamar rahimin. Das ist ein Weg ins Paradies. Aber das letzte Wort wiederhole ich gern. Sagt Sahaba radiallahu anhum, sie haben sich noch nie über eine Sache nach dem Islam gefreut wie über diese Nachricht. Nach dem Islam. Das heißt, die beste Nachricht Nummer 1 für Sahaba, worüber sie sich gefreut haben, war der Islam. Weil sie haben erkannt, was für eine Ni'ma das ist. Was für eine Gabe das ist. Sie haben manchmal gesessen. Sayyidina Umar, Abu Bakr, Sayyidina Ali, Uthman. Alle Sahaba, Zubayr, Talha radiallahu anhu, wallahi, die Namen bringen das Herz zum Zittern. Wallah, wallahi, die Namen dieser Männer, wallahi al-Azim. Man kann heulen, wenn man diese Namen hört. Zubayr, Ali radiallahu anhu, Männer, das waren Männer, Allah sagt im Koran, Männer. Khadija, Aisha radiallahu anha, wallahi, ich habe den Wunsch, vielleicht einmal mit solchen Leuten zu sitzen. Einmal, damit ich weiß, was bedeutet Islam, damit ich weiß, was bedeutet Iman, was sind das für Männer, was waren das für Menschen. Es ist eine Ehre, mit Sahaba zu sein, Yawm al-Qiyamah. Es ist eine Ehre, mit Rasulullah zu sein, Yawm al-Qiyamah. Sie haben gesessen und die haben geredet und gelacht. Sie haben auch gelacht, Alhamdulillah. Lachen ist nicht verboten im Islam. Also sie haben gelacht, aber der Iman in deren Herz war fester als Berge. War befestigter im Herzen als Berge, aber sie haben gelacht. Aber dafür haben sie auch häufig geweint. Und dann kommt Rasulullah und sagt, was macht ihr? Sie haben aufgehört zu lachen. Respekt vor Rasulullah. Worüber redet ihr, sagt Rasul? Wir sagen, ja Rasulallah, wir haben über unsere Zeit gesprochen, vor dem Islam, Jahiliyyah-Zeit, und wir danken Allah, dass Allah uns Muslimin gemacht hat. Sagt Rasulullah, sagen Sahaba. Sagen wir, wir sprechen über Jahiliyyah und über Islam, damit wir erkennen, was für eine Gabe Allah uns gegeben hat. Und dann sagt Rasulallah, Allah, das heißt, bei Allah ist nur deswegen, sagt Wallah, Sahaba sagt, Allah, bei Allah nur deswegen, ja Rasulallah. Dann sagt Rasulallah, Wallah, ich habe euch nicht gefragt, weil ich euch beschuldige. Sagt, nein, aber Jibril kam zu mir und sagte zu mir, benachrichtige Sahaba, dass Allah mit ihnen zufrieden ist und ich sehe euch, ihr seid am Lachen. Die lachen und Allah ist mit ihnen zufrieden. Sagt, dann habe ich mich gewundert, ihr lacht und Allah ist mit euch zufrieden. Und der Grund dafür, warum? Warum? Weil sie haben geredet über den Islam. Die haben gesprochen über diese Na'ma. Eine große Gabe, es gibt ein Dua, wakafa bil Islami Na'ma. Der Islam genügt alles eine Gabe. Und es ist die wahre Gabe. Hab alles, was du willst in dieser Dunya. Ehre, Rang, Stufe, Ruhm, überall. Du bist bekannt, gefürchtet, aber du stirbst ohne Islam. Wallahi,
والله الذي لا إله إلا هو والله العظيم دو بس إن إيفيجن فلست إن إيفيجا فلست إن فاغا فلست إن إيفيجكايت إن ده هلا موجا الله سبحانه وتعالى أنس بفاغن فم هلا فيا وموجا الله سبحانه وتعالى أنس تدين gehören lassen die Rasulullah صلى الله عليه وسلم lieben Weg Nummer 12 und damit beschließen wir die Sitzung inshallah das Bauen einer Moschee بناء المسجد عثمان رضي الله عنه berichtet Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer für Allah mit Aufrichtigkeit natürlich eine Moschee baut, Allah baut ein Haus für ihn im Paradies. Oder Allah lässt für ihn ein Haus im Paradies bauen, durch die Malaika bauen. Und ein anderer Hadith, ein ähnliches Haus im Paradies bauen. Und wir haben gesagt, die Gebäude im Paradies, sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, labinatun min dhahab wa labina min fidda. لبنة من زبرجد أخضر أو أحمر والياقوتة حمراء ومن درة بيضاء also unterschiedlich ابن القيم sagt die Ziegel im Paradies womit man die Häuser baut im Jannah eins aus Gold eins aus Silber eins aus Edelstein grüne Edelstein rote Rubine eine Perle eine Diamante stell dir vor du hast ein Haus aus einer Diamante es gibt sogar eine Stadt im Jannah im Paradies für bestimmten Männer inshallah sagt die ist aus einer Diamante gebaut stell dir vor ein ganzer Paradiesgarten Häuser Und Zimmern aus einem Diamant. Das heißt, man kann das Innere sehen von außen und das Äußere von innen sehen. Das heißt, wir heute Leute versuchen aus Glastüren, aus Glashäuser zu bauen. Aber das ist aus einem Diamant. Und ich sage nochmal, der Name Diamante, nur der Name ist gleich. Aber das Aussehen von dieser Diamant im Jannah ist viel besser als das, was wir hier kennen im diesseitigen Leben. Und das Gold und diese Edelsteine, Rubinen ist das Gleiche. Deswegen, weil das im Paradies ist das, was man noch nie zuvor gesehen hat oder noch nie zuvor gehört hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Paradiesbewohnern gehören lässt, inshaAllah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah, wa ma qarraba ilayhima min qawlin wa amal, wa na'udhu bika wa min sakhatika wal nar, wa ma qarraba ilayhima min qawlin wa amal, Allahumma afu amma salafa wa kan, min al-kufri wal fusuqi wal asyan, اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا باسط اليدين بالرحمة يا من يبسط يديه بالنهار ليغفر مسيء الليل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واحسن فروجنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا ذكرا عندك في السماء وقبولا في الأرض يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا ذكرا عندك في السماء وقبولا في الأرض يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من أهوال القبر والقيامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أهوال القبر والقيامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفزع الأكبر اللهم إنا نعوذ بك من الفزع الأكبر اللهم يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان اللهم علمنا وفهمنا يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم يا أرحم الراحمين ربنا إنا عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا طهر قلوبنا من النفاق ومن الشك والشكاك والشرك والنفاق يا أرحم الراحمين اللهم نعوذ بك من الشرك والكفر اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا عليها يا أرحم الراحمين اللهم أحينا من أجلها وأمتنا من أجلها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حياة السعداء اللهم ارزقنا حياة السعداء وموتة الشهداء اللهم ارزقنا موتة الشهداء اللهم ارزقنا موتة الشهداء اللهم ادخلنا جنة الأتقياء الأنقياء اللهم ادخلنا جنة الأتقياء الأنقياء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.